Ja, meine Damen und Herren, das literarische Quartett zum dritten Mal. Es nimmt teil, wie üblich. Frau Sigrid Löffler, Profil, Wien. Jürgen Busche, Hamburger Morgenpost. Helmut Karasek, Der Spiegel, Hamburg. Bücher erscheinen ja in diesem Lande, wie man weiß, zweimal jährlich, im Frühjahr und im Herbst. Von der Herbstproduktion ist schon eine Menge erschienen. Wir haben 75 Minuten zur Verfügung, also vielleicht 25 Bücher werden wir kurz besprechen, über jedes Buch 3 Minuten. Das bieten wir Ihnen heute Abend eben nicht. Nein, dieser Smalltalk hätte für keinen Nutzen gehabt. Ich denke, wir machen was ganz anderes. Wir wollen uns auf wenige Bücher konzentrieren, über die aber versuchen, uns etwas gründlicher zu äußern. Wir werden es versuchen. Wir werden uns dabei, glaube ich, nicht langweilen. Vielleicht Sie auch nicht. Wer ist denn der größte, der bekannteste, der berühmteste deutsche Schriftsteller heute unter den Lebenden? Ich glaube nach wie vor Günter Grass. Und von ihm gibt es ein neues Buch. Was steht da eigentlich drin, Herr Busche? Ja, drin steht, was Günter Grass aufgeschrieben und gezeichnet hat von seinem 1,5-jährigen Aufenthalt in Indien. Und ich glaube, das Wichtigste an dem Buch ist, dass er in Indien war. Das Buch hat 3 Teile nach klassischem Vorbild. Der erste Teil ist ein Prosatext, der jede literarische oder auch nur allgemein stilistische Anstrengung vermeidet und einfach runterschreibt, zusammenschreibt, was er in Indien zusammen mit seiner Frau erlebt hat, was er gelesen hat an deutschen Autoren, wie sich das vermischt, die Leseeindrücke, die er aus Europa mitbringt und die Erlebniseindrücke durch Reisen in Indien, durch Nachdenken über Indien, durch Gespräche in Indien. Der zweite Teil enthält Zeichnungen, in denen er das, was er in Indien, in Kalkutta genauer gesagt, gesehen hat oder auf seinen Reisen gesehen hat, zu Papier bringt. Und der dritte Teil besteht in einem Gedicht, in einem sehr langen Gedicht, in dem er in Eindrücke komprimiert und hier zum ersten Mal in dem Buch literarisch wird, zusammenfasst, wie sein Nachdenken eingepfercht, möchte ich fast sagen, in literarische Form, wie sein Nachdenken über Indien heute nach der Erfahrung dieser Reise aussieht. Ich finde dieses Buch insofern bemerkenswert, als es in seinem ersten Teil den Versuch unternimmt, dass ein Schriftsteller sich brutal auf die Rolle des Beobachtenden und Nachdenkenden zurücknimmt und sich nicht etwa stilistisch einer Form hinterherjagend, einem literarischen Anspruch hinterherjagend, sich nicht in dieser Weise selber auf den Leim geht und letztendlich eine Prosa schreibt, die zwar der Form genügt, aber die möglicherweise nicht mehr umfasst, was er eigentlich gesehen hat und was ihm durch den Kopf gegangen ist. Ja, wenn ich dann nur je einen Moment lang bemerkt hätte, was nun eigentlich Günter Grass in Kalkutta gesehen hat und was er bemerkt hat. Er mag ja einen Zettelkasten angelegt haben und den dann fleißig zusammengeschrieben haben. Nur ist mir eigentlich auf keiner einzigen Seite dieser Prosa wirklich fasslich und anschaulich geworden, was er nun eigentlich in Kalkutta erlebt hat. Er scheint ja mit sehr gemischten Gefühlen hingefahren zu sein. Einerseits war es eine Flucht aus der Bundesrepublik. Er nennt sich selbst einen Missvergnügungsreisenden, weil er das Gefühl hatte, einerseits er sei verpflichtet, dort auch einmal nach dem Rechten zu sehen. Er ist ja, glaube ich, so eine Art humanitärer Herzenssozialist, dem das auch ein Anliegen ist, dort einmal gewesen zu sein. Nur wenn er dort wenigstens die Augen aufgemacht hätte. In Wahrheit habe ich eigentlich aus seinem Text überhaupt nichts erfahren, was ich nicht aus Zeitungen über Kalkutta auch schon gewusst hätte. Mir kommt das Ganze vor wie eine Pflichtübung, wie halt ein Sozialist dorthin fährt. Und er kommt eigentlich mit der erwartungsgemäßen Dosis Scham zurück, aber mehr auch nicht. Also mich hat am meisten interessiert an dem Buch, warum er geflohen ist. Und es war als eine Art Bestrafung gemeint. Ich glaube auch eine Bestrafung für Sie, Marcel. Er hat sich nämlich geärgert, was die deutsche Kritik mit ihm angestellt hat und hat gedacht, jetzt geschieht's denen recht, wenn ich nach Indien gehe. Und jetzt geschieht es vielleicht den Indern wieder recht, dass er zurückkommt. Ich meine damit, das Buch zeigt auch ein gewisses Missvergnügen darüber, was er gesehen hat. Und zwar nicht Entsetzen über das Elend, sondern auch
Missvergnügen, dass die nicht lernwillig genug sind für die Lektionen, die er ihnen erteilen will. Und das hat mich an dem Buch am meisten gestört. Aber ja. Lieber Karasek, hat er denn überhaupt Lektionen? Ja, eben, das ist die Frage. Ich stelle mir eine andere Frage. Wozu soll ich eigentlich ein Buch über Kalkutta lesen? Mich persönlich interessiert Kalkutta überhaupt nicht. Genauso stark interessiert mich Kalkutta wie Rio de Janeiro. Johannesburg interessiert mich schon etwas mehr. Wenn ich aber ein Buch über Kalkutta lesen möchte, dann doch nicht von einem Poeten, der dahin gefahren ist für 3 oder 4 Monate, der sich etwas umgesehen hat oder, wie Sie eigentlich sagen, kaum umgesehen hat. Denn wo war er? Da hat er eine Ausstellung geöffnet, da war er bei der Premiere seines Stückes, die Plebejerproben, den Aufstand, da hat er aus seinen Werken gelesen, da wurde er von einem Schriftsteller eingeladen und empfangen. Der hat doch nur Indien auf der Straße gesehen. Und was hat er dort gesehen? Schmutz, Gestank, Elend, Armut. Und das wissen wir doch. Ich meine, entschuldigen Sie, wenn ich ein Buch über Kalkutta lesen sollte, dann vielleicht eher das Buch eines Journalisten, der dort 5 Jahre lang Korrespondent war und der ein Sachbuch schreibt. Das hier, da muss man die Frage stellen, hat es den literarischen, den poetischen Wert, der dieses Buch unabhängig von seinem Inhalt interessant machen würde? Denn inhaltlich sagt er uns gar nichts. Und das ist ja eine Sache noch, Herr Karasek, interessant. Er liest dort Bücher. Er liest nicht indische Bücher oder über Indien, sondern er liest Canettis Blendung und sagt nicht sehr gut, diese Blendung, er hat recht. Und er liest Thomas Manns Josef und seine Brüder und klopft dem Thomas Mann auf die Schulter und sagt, Kollege Mann, gut gemacht. Jawohl, er liest auch gemacht. Fontane. Seine Frau liest vor allen Dingen Fontane. Und er versteht es, teils missbilligt er es, teils versteht er es, dass sie sich da flüchtet. Nur ich muss zum Schutz von Grass eins sagen. Er wollte ja länger bleiben. Und das Buch gibt ganz ehrlich über eine Sache Auskunft, dass er dieser Stadt wieder weggelaufen ist. Ja nun, da gibt es aber einen schönen Grund dafür. Sie haben gesagt, er ist geflohen vor seinen deutschen Verhältnissen. Aber er ist nicht. Die Flucht ist insofern misslungen, wie er an einer Stelle anmerkt, weil er sich in Indien vom Spiegel bespitzelt fühlt und weil der Spiegel einen örtlichen Korrespondenten offenbar im Nachbarhaus eingemietet hat, damit er den Grass beobachtet. Und Grass schreibt dann, wie der in der Abfalltonne der Familie Grass rumwühlt, um rauszufinden, was bei Grass los ist. Insofern könnte man sagen, Flucht gescheitert, Spiegel schon hier, muss zurück nach Deutschland. Aber ich kann diesen einen Punkt, ich habe dieses Lesen deutscher Bücher in Indien verstanden als Abwehr des Versuchs, nun gewissermaßen die Inder intellektuell verstehen zu wollen, weil aussichtslos und eigentlich damit gleich vorzeigt, letztendlich kann ich hier nur beobachten, ich kann gewissermaßen nicht das Land der Inder mit der Seele suchen, das geht nicht, darum dann lieber Schopenhauer, Canetti, Thomas Mann und ansonsten ganz strikt äußerlich beschreiben, ohne den Versuch zu machen, gewissermaßen eine Beobachterperspektive, eine literarische Beobachterperspektive zu entwickeln, die er dann stilistisch nur noch ausfüllt, wobei ihm aber dann möglicherweise vieles entgeht. Lieber, wäre hier nicht eine andere Situation möglich? Dass er weg wollte aus der Bundesrepublik für eine Weile, ist klar. Er hat wohl geglaubt, in Indien den Stoff für ein Buch zu finden. Und er hat diesen Stoff, glaube ich, nicht gefunden. Und daher hat er dieses Mischprodukt, etwas Prosa, Zeichnungen und ein Gedicht hergestellt. Er hat dort irgendeine Enttäuschung erlebt. Und daher eine Frage. Was ist mit diesem Grass los? Wir sollten ihn doch nicht behandeln wie einen matten Pilger, der nur gestreichelt werden muss. Ja, ich meine, es ist doch ein Talent sondergleichen. Und auch in diesem Buch kann man doch Passagen finden, die fabelhaft geschrieben sind. Ob wir nur viele oder wenige Passagen dieser Art finden. Er kann ja kein Thema mehr finden, der Grass. Ist ja ausgeschrieben. Er hat doch seinerzeit gesagt, sehr lange her, über Danzig werde er 25 Romane schreiben. Na gut. Es ist nach den Hundejahren ist er zu Danzig kaum zurückgekehrt, nur wenig. Ist in Ordnung. Er hat offenbar keinen Stoff, kein Thema. Deshalb ist er nach Indien gefahren und hat dort die Enttäuschung erlebt. Er ist nicht nur geflohen aus der Bundesrepublik, wo man die Rettin verrissen hat. Gut, das ist ein Grund. Aber er hätte ja genauso gut nach New York fahren können und nun ein Buch gegen oder über New York schreiben. Aber Marcel, ist es denn nicht so, dass man vielleicht sagen kann,
die Erwartungen, die an dieses Buch herangetragen werden, sind ein bisschen zu hoch. Jemand ist nach Indien gefahren, dazu hat er ein gutes Recht. Und da er als Günter Grass über einen großen Namen verfügt, wird ein kleines Reisetagebuch mit übrigens miserablen Zeichnungen, soweit ich das beurteilen kann, auf einmal zu einem großen Buch. Vielleicht sollte man einfach sagen, das ist ein Zwischenwerk, wo sich einer über eine Reise Rechenschaft ablegt und keiner hat ihm geraten, es als Nebenwerk zu veröffentlichen, sondern alle haben es auf den Markt gepumpt. Der neue große Grass ist da und an diesen Erwartungen gemessen wird das Buch natürlich zu Schanden. Ja. Und es ist ja irgendwie, es ist ja kein unsympathisches Buch, es ist ja ein sehr sympathisches Buch. Es ist ein kleinkariert sympathisches Buch und man täte einem so bedeutenden Autor Unrecht, wenn man ihn an diesem Buch so messen würde, als ginge es um seinen großen Roman. Er hat natürlich für seine großen Romane mit Recht die Maßstäbe gesetzt, an denen er gemessen wird. Aber an diesem Buch sind die Maßstäbe nicht angebracht. Ich glaube, Sie haben vollkommen recht. Ein Nebenwerk und als solches sollte man es betrachten. Aber man darf doch sagen, was Frau Löffler gesagt hat. Nämlich, er sieht in Kalkutta nur, was wir alle, die wir nie in Kalkutta waren, über Kalkutta eh wissen. Er hat doch nichts Neues gesehen. Vielleicht, weil er den Thomas Mann so aufmerksam dort gelesen hat, wofür ich viel Verständnis habe. Ist ja sehr schön, aber er hat doch nichts gemerkt. Das Buch ist leer. Das ist doch was nicht in Ordnung. Nun könnte, also ich würde mir das mal vorstellen, ich würde sagen, das könnte ein ganz grandioses Buch werden, wenn jemand irgendwo hinfährt und sich dort nur mit Thomas Mann beschäftigt. Also diese Enttäuschung über eine Wirklichkeit durch irgendwas ganz anderes, das könnte doch irgendwas Tolles werden. Man müsste es aber, lieber Herr Karasek, in Wahrheit will der Grass doch den doppelten Bonus haben. Er will einerseits uns allen sagen, ihr lasst euch nicht auf die schreckliche Hölle von Kalkutta ein. Ich hingegen lasse mich ein. Ich habe dort ein halbes Jahr gewohnt und gelebt, habe alles dort auch am eigenen Leib erfahren. In Wahrheit waren es eigentlich, wie er dann uns auch mitteilt, nur die Hautpickel, die Hitze, Pickel, die ihm dort zu schaffen gemacht haben, unter anderem. Ja, aber seine Frau, das sagt er mehrfach, hat sehr gelitten. Seine Frau hat gelitten. Die konnte nicht bügeln, wenn der Strom ausfiel. Obwohl sie es erst wollte, weil sich extra ein Bügelbrett gekauft hat. Ja, also diesen Bonus, ich war dort, ich bin besser als ihr, den hat er einmal. Andererseits hat er immer das Rückfahrticket in der Hand. Also in Wahrheit hat er sich nicht so wirklich darauf eingelassen. Aber Sie wollen doch nicht verlangen, bloß weil sein letzter Roman nicht so gut war, dass er ohne Rückfahrt hätte nach Indien verbannt werden. Ich hätte mir gewünscht, dass er beispielsweise einmal in einen Slum gegangen wäre. In dem ganzen Text steht kein einziges Mal drin, dass er in einem Slum wirklich war. Aber er hat schlechtes Gewissen, wenn er ein Brötchen irgendwo bei einem Empfang isst und an die Leute draußen denkt. Also das kann er hier auch haben. Einigen wir uns, vielleicht kann man sich in dem Fall ausnahmsweise einigen. Ein kleines, schwaches, relativ sympathisches Nebenwerk. Es lohnt sich vielleicht gar nicht so viel darüber zu reden. Das Wichtigste ist, Grass hat da was versucht. Es ist nicht recht gelungen. Schwamm drüber. Gehen wir mal weiter. Also, es gibt ja ein neues Buch von Martin Walser. Und das werden wir nun nicht als kleines Nebenwerk behandeln können. Herr Karasek, wie sehen Sie es? Was ist da drin? Das neue Buch von Walser heißt Die Jagd. Es spielt am Bodensee. Der Held ist uns der aus dem Schwanenhaus schon bekannte Gottlieb Zürn, ein Häusermakler mit einer Familie, den in diesem Buch die Familie und die Geschäfte noch weiter aus den Händen geglitten sind. Die Familie muss, um ihren Unterhalt zu erreichen, muss die Frau tüchtig arbeiten. Und sie arbeitet viel tüchtiger als er, als Maklerin. Das bestätigt er immer wieder. Und das Haus wird vermietet. Und mit der Vermietung an Sommergäste kommt das erotische Elend, die erotische Versuchung zu Zürn. Er wird nämlich zu einer Frau gelockt, die ihm am Bodensee schon Avancen macht, aber die ihn nachher nach München verführen und entführen möchte. Und das gelingt durch etwas Zweites, die Tochter haut nämlich ab. Und als er sich auf die Suche nach der Tochter macht, kann er zu dieser Frau kommen. Und er kommt auch noch zu einer zweiten Frau nach Frankfurt. Am Schluss ist die Tochter wieder da und wir haben ein Stück häusliches Elend von Gottfried Zürn erlebt, der unter dem Alter, unter seiner Ehe und unter seiner Lebensunfähigkeit leidet. Und es ist eigentlich ein Buch
über einen Oblomow vom Bodensee, über einen lebensuntüchtigen Menschen, ja, der für seine Lebensuntüchtigkeit aber allerdings über eine glänzende Sprache verfügt, ja, nämlich über, also, die walsersche Herr Sprache. Herr Karasek, abgesehen von dem Wort glänzende Sprache, haben Sie ja eine objektive, wertfreie Darstellung gegeben. Sie hat mich darum gebeten. Ja, ja, das ist gut. Die glänzende Sprache war das einzige Wort der Wertung. Aber Wertung, wie sehen Sie es, Herr Busche? Ja, wir haben bei Grass zurückgreifen wollen, wir haben es da nicht getan. Ich möchte jetzt mal bei Walser zurückgreifen. Es ist eigentlich bei Walser das, was uns seit, mich seit über 20 Jahren an diesem Autor fesselt. Wenn man sich darauf einlässt, ihn zu lesen, wird einem sehr bald die Geschichte gleichgültig, ob das nur eine Geschichte einer Ehe ist oder eines Maklers ist, sondern man ist fasziniert durch die Beobachtungsqualität. Man lernt, möchte ich mal sagen, sehen durch die Sprache, mit der Walser beschreibt. Und zwar Gegenwart beschreibt, unsere Gegenwart in der Bundesrepublik. Und insofern ist natürlich auch dieses Buch, Die Jagd, eines, das man, durch das man hindurchgeht, so wie man durch, ja, also wenn man als Unsichtbarer in irgendeinem Familienleben in der Tat dabei wäre und lernte Dinge sehen, einfach dadurch, dass sie einem auf diese Weise erzählt werden. Was mich arg gestört hat bei Walsers Roman, ist, ich glaube, er kann wirklich keine Geschichten erzählen. Die Geschichte ist wiederum gut ausgedacht. Ich denke an den Mittelteil, wie er in München verführt werden soll. Da hat er den wunderbaren Einfall, dass die Frau einerseits, jetzt ist er auf dem großen Bett mit der einen Frau, die ihn verführen will, und die hat aber eine Freundin dabei, die will mitmachen. Aber in dem Augenblick, wo es losgeht, kommt ein Bekenntnisdrang über diese Freundin und sie fängt an zu quatschen und quatscht die ganze Situation tot. Das ist ein wunderbarer Einfall. Nur ich will den nicht über 30 Seiten lesen, den Einfall. Ich will das Gequatsche über 30 Seiten dann nicht noch lesen müssen. Nur diese 30 Seiten sind natürlich ein Einsprengsel in diesem Buch, das deutlich zum Ausdruck bringt, die Geschichte einer 68erin. Und es ist eine wunderbare, eingelegte Geschichte einer 68erin, die diese Triole kaputt macht, die sie sich erträumt hat. Ja. Und ich finde das von einer herrlichen Ironie, dass ein Mann mit der Erwartung auf ein Zimmer kommt, mit zwei Frauen zu schlafen. Und was erlebt er? Eine quatscht ihn aus der Tür hinaus. Das ist ein schöner Einfall, nur es ist aber die Erzählung von der Frau ist doch auch wieder schön. Nur hat Walser eine schöne Eigenschaft. Er hat immer ein männlich schlechtes Gewissen, wahrscheinlich gegenüber den Frauen. Also seine Helden haben es. Ja. Vielleicht hat er es nicht nötig, aber seine Helden haben es offenkundig nötig. Und er schildert eine Frau, die von Anfang an so lange missbraucht worden ist von sogenannten fortschrittlichen, aufgeklärten, politischen Menschen, bis sie eigentlich in die Klapsmühle geht. Und das richtig Schöne daran ist, um das jetzt fortzusetzen, was mir wirklich gut gefallen hat, ist, dass er dann entsetzt weggeht, flieht aus der Situation, weil er nicht weiter, das zieht sich unauffällig an, haut ab, denkt Gott sei Dank, dass ich hier weg bin, aber kaum sitzt er im Zug, schaltet sein Denken wieder völlig um und er sagt, mein Gott, jetzt hatte ich die Chance und jetzt habe ich sie nicht genutzt und fällt wieder ganz in die Rolle des kleinen Spießbürgers, der sich sowas mal erträumt, zurück. Das ist wieder so wunderbar beobachtet. Trotzdem, das sind alles, möchte ich mal sagen, wenn ich das alles in Inhaltsangaben lese, ironisch distanziert formuliert, kann ich mich drüber kaputt lachen. Wenn ich es lesen muss, wie er es erzählt, nicht achtend in der Tat auf die Details, auch der 68er-Geschichte, sondern auf den Fortgang der Erzählung, den Fortgang der Geschichte, dann fühle ich mich düpiert, gelangweilt über die... Ich glaube, das ist doch überhaupt das Problem. Der Walser und seine spießigen Helden und Walsers Perspektive auf sie. Ich glaube, dass da in Wirklichkeit das Unbehagen beginnt. Seine Perspektive ist nämlich gebrochen. Einerseits sympathisiert er mit diesen Leuten. Mhm. Andererseits versucht er, sie durch Ironie zu distanzieren. Ich denke aber, dass man Spießer auf diese Art heute nicht mehr entlarven kann. Die Spießer sind bereits entlarvt. Und die Gefahr besteht tatsächlich bei seinem Text, dass er das Miefige auch miefig erzählt. Das ist sicher richtig. Ja. Nur Frau Löffler, ich würde mal so sagen, was dem Walser wohltuend von anderen Autoren unterscheidet, dass er Spießer nicht exekutiert, sondern dass er ihn wirklich noch Sympathie... Ich mag eigentlich nichts über Leute lesen,
denen der Autor nicht wenigstens einen Funken Sympathie entgegenbringt. Weil dann sind sie sofort hingerichtet und abgerichtet und in die Ecke gestellt. Und man sagt, ich weiß, wie spießig Spießer sind. Aber dieser Spießer hat manchmal Reste, in denen der Leser sich selber mit seinen Sympathien auch verstecken könnte. Ja, aber er kann sich natürlich auch ganz wohlig darin niederlassen. Er kann sagen, also so spießig wie diese Zürns bei Walser bin ich noch lange nicht. Ich würde eigentlich eher meinen, glauben Sie nicht, dass es vielleicht sogar umgekehrt interessanter wäre, dass der Hass produktiver ist als diese Art von gebrochenem Mitleid. Der Hass des Autors. Augenblick mal. Wenn einer aus einer Perspektive des Hasses auf diese Art von Leuten schreibt, ist das produktiver, aufklärerischer und vielleicht sogar unterhaltsamer zu lesen. Ja, ich sage nur Elfriede Jelinek. Sehr unterschiedlich. Richtig, das Beispiel Elfriede Jelinek ist bestimmt hier treffend. Nur, sehen Sie, Heinrich Mann hat im Untertan die Hauptfiguren alle rein negativ dargestellt und zu negativen Marionetten gemacht. Damit ein Riesenerfolg, als das Buch erschien, erzielt. Und ich glaube, diese einseitige Betrachtung der Hauptfiguren, dass der Held so ganz ohne Mitleid gesehen wird, schadet dem Buch aus heutiger Sicht sehr stark, hat es zu einem schon historischen Roman gemacht. Nun haben Sie aber gesagt, es sei eine doppelte Perspektive da gewissermaßen mit diesem Spießer. Einerseits sieht er spießige Figuren und andererseits fühlt er sich mit ihnen irgendwie verbunden. Ja, ja, ich denke, das ist die Ambivalenz Augenblick mal. Diese Ambivalenz, von der Sie sprechen, ist bestimmt richtig, haben wir schon in den Ehen in Philippsburg von Walser gehabt. Das ist in allen seinen Romanen durchgehend. Er hat sich ja von dieser Perspektive, ob gut oder nicht, er hat sich von ihr nicht gelöst. Und was ich hier fragen möchte, ist, Herr Karasek, ich habe hier eine kleine Frage, bitte nehmen Sie sie mir nicht übel. Sie haben eine Kritik über das Buch geschrieben, es war eine verhältnismäßig wohlwollende, freundliche Kritik im Spiegel und ich kann Sie sehr gut verstehen. Sie sind befreundet mit Walser, ich bin befreundet mit Walser. Uns allen tut es sehr weh, dem Walser einen Schmerz anzutun. Und ich habe den Eindruck gehabt, das ist durchaus fair, zulässig, dass Sie das nun möglichst freundlich referiert haben. Das Buch nein, am Ende, nein, das langsam, ist lassen Sie mich ausreden. Und am Ende stellen Sie aber eine ganz wichtige Frage. Und die Frage lautet, ich habe es beinahe auswendig gelernt, ist das nun ein Roman über das banale Leben oder ist es ein banaler Roman? Ja. Und da steht ein Fragezeichen am Ende und da hätte ich gern, dass die Kritik, damit hätte sie eigentlich beginnen sollen und darauf hätte ich die Antwort gern gehört, denn die haben sie nicht gegeben. Ein Fragezeichen und ich habe viel Geld für die Nummer des Spiegel bezahlt und ich habe ihr Urteil nicht zu sehen bekommen. Sie haben ein Wort unterschlagen. Ja. Manchmal ein banaler Roman. Und es war kein Fragezeichen. Jetzt wird er schlechter, Ihr Satz. Ich meine ähnlich wie Frau Löffler, dass Walser eine schillernde Perspektive, eine verschwimmende Perspektive in seinem Roman hat. Das stört mich nur an ganz wenigen Stellen. Und an diesen Stellen wird aus einem Roman über eine banale Wirklichkeit ein banaler Roman. Ich möchte nur einen Vorwurf, den Walser sein ganzes Leben lang gehört hat, abwehren. Aber ich möchte zuerst was Persönliches sagen, weil das so aussieht, als sei das ein Freundesdienst geworden. Ich hätte mir erlaubt, wenn mir das Buch wirklich missfallen hätte, es nicht zu besprechen. Ich denke, dass ich einem Autor, der so viel Erfahrung hat, keine Belehrung mehr erteilen soll, sondern sein Buch nur vermitteln soll, den Leser, wenn mir das Buch was gegeben hat. Und das Buch hat mir eine ganze Menge mitgeteilt. Ich würde eigentlich nur fragen, würden Sie zugeben, dass wir uns an Walsers Romanen, Herr Busche hatte das vorher gesagt, einigermaßen über die Wirklichkeit der Bundesrepublik informieren können und über die Seelenlage der Bundesrepublik anhand banaler Figuren. Ich würde behaupten, wir leben auch in, Gott sei Dank, in einem weitgehend banalen Staat. Ich kann unbanale Staaten sind ganz schrecklich. Heroische Staaten sind sicher schrecklicher als banale. Und es geht wirklich um banale Konflikte, um Generationskonflikte mit einer Tochter und so weiter. Aber die werden
aufgezeichnet. Und jetzt kommt das Problem, das Frau Löffler genannt hat. Werden sie wirklich immer nur schonungslos aufgezeichnet oder wird manchmal der Mantel einer Barmherzigkeit? Da möchte ich mal was sagen. Ich finde, ein Wort von Ihnen hat mich ein bisschen stocken lassen. Wenn ich mal sagen darf, die Biografie, ja, ist ja, liegt ja von der Geschichtsschreibung am nächsten bei der Fiktion. Die Biografie, beim Biografen stellen wir fest, je besser ein Biograf seinen Helden in den Blick genommen hat, umso mehr Sympathie kommt nolens volens vom Biografen in den beschriebenen Menschen hinein. Also die hasserfüllte Biografie, die gleichzeitig gut wäre und unseren Ansprüchen erfüllte, gibt es ganz selten in der Literatur. Und nach meinem Dafürhalten, wenn die Beschreibungsqualität, die ich an Walser wirklich schätze, wenn die erreicht werden soll, ich möchte mal behaupten, sie kann nur erreicht werden, wenn ein bisschen Sympathie im wahren Sinne des Wortes, Sympathie für diese Person empfunden wird. Nur ein Zerrbild, ich will gar nicht sagen Zerrbild, nur das Bild des Hasses kann diese Ecken nicht ausleuchten in einer Person, die Walser noch ausleuchten kann. Insofern würde ich sagen, wenn Sie sagen, das kalte Licht des Hasses würde die Person besser darstellen, ich glaube nicht, dass das der Fall wäre. Augenblick mal. Der Martin Walser, Verzeihung, ist ja dazu überhaupt nicht imstande. Ich meine nur, dass ich mir wünschen würde, dass die Distanz ein bisschen kühler wäre. In Wahrheit sind seine Figuren so eingebettet in sein Wohlwollen. Die sind auch so träge und so wohlig eingebettet. Ja, so sind wir aber doch. Halt so sind Nein. Ich glaube, dass das dem Roman schadet. Nein. Der Spießer, der kleine Mann am Boden, Sie hat Ängste. In den früheren Romanen, wo wir diese Burschen alle kennen, haben sie schreckliche Ängste vor der Konkurrenz, vor den Rivalen, Angst, den Job zu verlieren. Sie haben ihre kleinen Geilheiten, mit denen sie nicht fertig werden. Das ist ja alles okay. Das lese ich ja auch hin und wieder ganz gerne. Nur glaube ich, dass man auch diesen Geilheiten ein bisschen distanzierter gegenüberstehen müsste. Vielleicht wäre auch ein bisschen Humor, ein bisschen Selbstironie. Augenblick mal. Ich verstehe hier etwas überhaupt nicht. Sie sagten, Herr Karasek, und ich glaube, Sie waren nicht der Einzige, der das sagte, es gäbe in diesem Roman vorwiegend banale Motive und banale Konflikte. Mhm. Das verstehe ich überhaupt nicht. Was heißt banale Konflikte? Junger Mann liebt ein Mädchen, aber die sind aus zwei verfeindeten Familien und die Verbindung ist daher unmöglich, findet nur heimlich statt. Daraus ist Romeo und Julia entstanden. Alle großen Werke der Literatur sind basiert auf banalen Konflikten. Nein. Das ist doch alles banal. Nein. Romeo und Julia würde in dem Moment banal sein, wo die ganzen Ängste und nur im Kopf der Leute stattfinden würden und sagen, oh Gott, mein Vater wird mich bestrafen, es wird gar nichts passieren, die würden silberne Hochzeit feiern, dann wäre es banal. Banal ist doch bei Walser wirklich das Schrecklichste, was ihm passiert, dass die Frau ihm 3 Tage böse ist und nicht mit ihm spricht, weil er im Weinlaune nach einer anderen gegriffen hat. Ja, das meine ich mehr als das. Er hat zwar eigentlich in seinem Beruf versagt. Ja. Es schadet ihm aber in seinem Lebensstandard überhaupt nicht. Er hat nach wie vor sein Eigenheim und seine Frau verdient noch besser als er. Also es passiert ihm in Wirklichkeit überhaupt nichts. Sie haben mich schon nachdenklich gemacht mit so einem Satz, wie wenn man die Jelinek erwähnt, dann kann man natürlich sagen, vielleicht ist es richtig zu sagen, heutige Spießer verdienen eigentlich nur, da sie ein so schreckliches Endprodukt sind, verdienen nur noch den kalten Blick der Jelinek. Das könnte ich mir vorstellen, dass man das sagen kann. Ich halte es einfach nicht für produktiv, dass man die Spießer auch noch verharmlost. Ja. Und das ist eine Verharmlosung. Aber Herr Karasek, die Buddenbrooks, sind das nicht unentwegt banale Geschichten, banale Motive von Anfang bis zu Ende? Nein. Es geht nicht um die Motive. Das ist nicht der Vorwurf. Ich finde nicht die Motive schlimm oder fragwürdig in Walsers Roman. Ich habe eine andere Frage nur zu stellen, nämlich ob die Figuren was taugen. Ich gebe zu, dass ich keine einzige Figur sehe. Ich lese Namen, ich lese Details über das Leben in der Bundesrepublik, darüber sprachen Sie vor, manche Details sind ganz gut, aber ich sehe keine einzige Figur. Und das ist ja eine Sache interessant bei diesem Martin Walser.
ist doch ganz sicher, dass das ein Mann ist von hoher Schreibfähigkeit. Er hat das mit seinen Essays immer wieder bewiesen. Es sind herrlich geschriebene Essays innerhalb seines Oeuvres. Er hat ja auch erzählen schon mal was gemacht. Das fliehende Pferd halte ich nach wie vor für eine sehr gute Novelle. Sie halten das für eine gute Novelle, weil Sie denken, es ist auf einen Erziehungsvorgang von Ihnen zurückzuführen. Nein, also ich bilde mir also ein, auf Autoren solchen Einfluss. Herr Reichenitzki, nein, Sie haben gerade gesagt, mit dem nicht harmlos. Das halte ich für falsch. Der Spießer von Martin Walser, den halte ich für harmlos. Man muss immer Folgendes sehen. Die Figuren, die Heinrich Mann karikiert hat. Und das ich greife jetzt so ein Wort aus von Adorno, Leitbild. Das waren ja Spießer mit Leitbild. Und sie waren ja gefährlich und unangenehm durch die Verlogenheit des Leitbildes, auf das sie sich hinorientiert haben. Der Herr Zürn und die Helden Walsers sind alle ohne Leitbild. Ja, deren Qual wesentlich kommt daraus, dass es nicht eben sagt, ich möchte wie der sein oder eigentlich muss ein deutscher Mann wie der sein oder eigentlich muss eine Familie wie diese oder jene aussehen. Denken Sie an Stautes Film, wo der Staatsanwalt dann Matthias Claudius vorliest. Der Mond ist aufgegangen und die Familie muss da sitzen und zuhören. Das ist ja nicht mehr die Familie, die er schildert. Und das ist der Unterschied und das wird sehr schön wahrgenommen. Es sind die Fußkranken des Wirtschaftswunders, ja, die er beschreibt. Also, ja, aber es ist doch mehr als das. Es sind Leute mit falschem Bewusstsein. Ja. Ich als Leser möchte doch eigentlich dann... Ja, was ist richtiges Bewusstsein? Ja, darüber reden wir noch. Aber ich denke an einen früheren Roman von Walser, nämlich Seelenarbeit. Das fand ich nun einen ganz besonders gelungenen Text. Nicht gelungenen, und zwar aus dem Grund, weil er sich da in einen Chauffeur reingedacht hat. Und das klappt nur beim besten Willen nicht, nach meinem Dafürhalten. Fand ich ganz anders. Ja. Ich fand das Verhältnis zwischen dem Chauffeur und seinem Herrn, dem Fabrikherrn, den er herumzufahren hat, besonders interessant, weil es ja scheinbar keine entfremdete Arbeit ist. Es kommt dazu einer gewissen Intimität zwischen dem Herrn und dem Knecht. Aber in Wahrheit sind die Klassenunterschiede deutlich da. Also das falsche Bewusstsein der heißt übrigens auch Zürn, alle diese Helden heißen Zürn. Das ist der Vetter von dir. Das ist ein Cousin. Die Aufklärungsarbeit, die bei mir passiert ist mit diesem Roman, ist gar nicht zu vergleichen mit dem neuen. Sicher, man kann, also ich muss mich insofern revozieren. Sie haben natürlich recht, vom Stoff her ist das viel interessanter, weil beim Verhältnis Chauffeur her gibt es diese scheinbare Vermanschung, wo man gleich und gleich ist und umso schmerzhafter wird empfunden, dass es dann nicht gleich ist. Das fehlt in diesem. Hier ist der einzige Widerstand ist eigentlich, dass man mit der Tochter nicht mehr zurechtkommt und dass man vor der Frau seine Schwäche noch verstecken muss. Aber was Herr Busche sagt, es liegt doch auf der Hand, dass das wirklich keine Typen sind, die mehr gefährlich sind, sondern die wirklich nur noch, weil sie keine Leitfiguren sind, die sich eigentlich noch eine schwache Scham darüber empfinden, dass sie eigentlich parasitäre Reste von irgendwas sind. Aber offenbar bin ich der Einzige, der bei der Lektüre dieses Buches, beim großen Teilen dieses Buches, sich ziemlich gelangweilt hat. Ihr habt euch offenbar nicht. Nee, das habe ich ja geschildert. Wenn ich kapiert hatte, was die Szene soll, habe ich mich. Für mich war die Lektüre vor allem der ganzen zweiten Hälfte schon unerträglich langweilig. Aber warum, habe ich mich gefragt. Ist denn nicht dieses Milieu, sind denn nicht diese Spießbürger oder Pseudospießbürger letztlich dargestellt ohne Hass und ohne Liebe, alles in so ein lauwarmes Wasser, serviert in lauwarmem Wasser. Es ist so ein Klima in diesem Buch, so ein etwas Unentschiedenes. Ja, natürlich sieht er sie kritisch, natürlich karikiert er ihre Sprache und so weiter, aber es ist letztlich eben alles lauwarm. Das ist das Bodenseeklima. Ja, eben, das Bodenseeklima, das auf so schmerzhafte Weise in dem Roman zum Vorschein kommt. Und ich glaube nicht, dass man, wenn man keine Figuren schafft in einem solchen Roman dieser Konzeption, die einigermaßen Konturen haben, und wenn man es alles in diesem Klima unterbringt, dann kann das kein lesbarer Roman werden. Natürlich gibt es diese und jene Stelle. Es ist wieder, Walser soll gerettet werden mit einzelnen Passagen. Herrgott, was mich
Was für mich unbegreiflich ist, wie ist es möglich, dass ein so hochintelligenter Mann, das ist nur wirklich ganz ohne Ironie gesagt, wie Martin Walser, der Autor glänzender Essays über Literatur, manche hat er vor 25 Jahren geschrieben und manche vor 5 Jahren, dass ein Mann ein solches Buch schreibt, das ist doch alles in allem auf einem... Sie dürfen nicht sagen, der Autor glänzender Essays, wenn Sie damit unterstellen wollen, dass es keine tollen Romane gibt. Es gibt großartige Walser-Romane. Also, können wir uns darauf einigen? Nein, es gibt einen ganz glänzenden Teil eines Romans, nämlich den Roman Ehen in Philippsburg, den ersten Teil Bekanntschaften, der längste. Innerhalb des Romans. Es gibt einen wunderbaren Roman, Halbzeit, der, glaube ich, der beste Roman über die 50er Jahre in deutscher Sprache überhaupt ist, aber gut. Darüber kann man sehr anderer Ansicht sein. Ich weiß nicht, ob Sie die Halbzeit heute zu lesen noch imstande wären. Ich habe schon damals sehr gelitten, obwohl der Roman natürlich gewisse Werte hat. Aber das ist, wissen Sie, so ein Roman ohne Ende und Anfang. Ich habe nicht gern Romane. Und hier eine Information. Ich habe solche Dinge nicht gern. Wenn man dem Autor sagt, also die Engländer oder die Italiener möchten das ihr Roman in Übersetzung bringen, aber könnte man das nicht etwas kürzen? Und das hat Herr Walser 200 Seiten rausgestrichen für die Übersetzung. Und damals habe ich schon die Frage öffentlich gestellt, warum hat er diese Amnestie den deutschen Lesern gegenüber nicht walten lassen? Wenn er bei denen 200 oder 300 Seiten rausgestrichen hätte, wäre der Roman bestimmt besser. Er ist zerredet, um nicht zu sagen geschwätzig. Meinen Sie, Herr Reichernitzki, dass es etwas nützen würde, wenn man Martin Walser beispielsweise ein Flugticket nach Kalkutta schenken würde? Nein. Ich kann Ihnen voraussagen, was er in Kalkutta schriebe. Ja? Ja, ein Roman über den Bodensee. Das ist ganz sicher. Sie tun ihm wieder Unrecht, denn es gibt Auslandserfahrungen von Walser. Brandung. Und da kommt ein ganz schönes und gut beobachtetes Amerika zum Vorschein. Alle Helden sind Spießer aus Deutschland und Süddeutschland, die dort unglücklich sind als Professoren und dergleichen. Also die Figuren aber der Campus wird sehr gut beschrieben und mit einer schönen... Na gut, ja, aber ja. Wir werden uns da nicht einigen können. Mit diesem Mädchen, mit diesem aber ich denke, dass es unfair ist, einem Autor vorzuwerfen, dass er für eine italienische Ausgabe 200 Seiten gestrichen hat. Das könnte ja zum Beispiel sein, dass er die preisgegeben hat, weil man sagen könnte, in Italien wird die niemand verstehen. Die sind aber für Deutschland sehr wichtig. Das wäre doch zumindest möglich. Aber könnte es nicht sein, dass im Grunde jeder seine eigene Form hat, sein Tagebuch zu schreiben? Und der eine macht es als Tagebuch und der andere macht es in fortlaufender Reihe von Romanen und Erzählungen. Ich meine, gerade wenn Sie die Geschichte mit dem Chauffeur erzählen, wenn ich mich erinnere, war das sein Versuch, durch eine politische Orientierung auf Arbeiterklasse hin eine bestimmte Erfahrung durchzuspielen. Mhm. Manch einer tritt dafür in die Partei ein und schreibt Tagebuch von dem, was er da erlebt. Er fasst es in die Neuauflage der Parabel von Herr und Knecht. Ja, aber das Wunderbare war, dass dieses Kontext Buch so unideologisch war. Gerade dieses Verhältnis Herr und Knecht und der Klassengegensatz ist doch ideologisch derartig belastet und man würde denken, ausgeschrieben. Hm. Dass aber der Walser es verstanden hat, das so zu beschreiben, dass die ganzen Ideologismen, die man da im Kopf hat, wie weggewischt sind, das war ja glaube ich, eine besondere Leistung. Er hat sich aber an einem Leitbild abgearbeitet, um es mal so zu sagen. Und das ist misslungen. Dann hat er einen weiteren Versuch gemacht, die deutsche Nation als Denkbild wieder zu entdecken und arbeitet sich daran ab. Halte ich auch für misslungen. Und jetzt, darum hat mir die Jagd verglichen mit diesen beiden Büchern relativ gut gefallen, weil er da wieder voll zurückkehrt, ganz und gar zurückkehrt in die Haltung, dass er sagt, okay, ich versuche eine Form zu beschreiben, was ich erlebe, was die meisten, die um mich herum Leben empfinden, versucht das in Beobachtung festzuhalten und weil es nun anders nicht geht, mache ich darum eine Geschichte, die einen Anfang und ein Ende hat, halbwegs und einen Höhepunkt und einen Ablauf. Und, aber Herr Busche, das heißt zu Deutsch, wir reden vom Missbrauch der Romanform für die Mitteilung bestimmter Inhalte. Aber Missbrauch, das klingt doch irgendwie als, was haben wir hier dürfe zu tun? Er es nicht. Was darf wir, es ja. wir haben, wir Für wen können wir einen Walser-Roman hier kritisieren? Wir könnten ihn A für die Walser-Gemeinde kritisieren. Dann würden wir Signale setzen, wie verhält sich dieser Roman zu dem ewigen Roman vom Bodensee, den Walser in verschiedenen Fortsetzungen und verschiedenen Familien schreibt. Dann könnte man ihn messen
an den anderen Walser-Roman. Oder man kann das machen, was Sie machen. Man kann sagen, ich weiß, was ein Roman ist und ich sage euch, ein Roman ist dann und dann ein misslungener Roman. Und liebe Gemeinde, lass von deinem Autor ab, weil er ist ein misslungener Autor. Wir können noch was Drittes machen. Ich habe dafür großes Verständnis, was Frau Löffler gesagt hat, sagt, es wird so ein schummriges Bewusstsein für Leute damit vermittelt. Lauwarm. Lauwarm, haben Sie gesagt. Ich habe gesagt, falsch. Falsches, ja gut. Ja. Ist das, dann würde Herr Busche sagen und mit Recht sagen, das ist so lange kein Verbrechen und keine Gefahr, solange damit kein gefährlicher Typ verherrlicht wird. Das war ja sein Beispiel, das mit Heinrich Mann, wirklich ein gefährlicher Typ mit gefährlicher Zukunft, den Leuten vorgestellt wurde und gesagt wurde, so soll es nicht weitergehen. Das ist offensichtlich Walsers Absicht nicht mehr. Das war sie mal mit ein paar Figuren, aber das ist es offensichtlich nicht mehr. Insofern könnten wir schon von einer Kapitulation reden. Ja, das sind aber entpolitisierte Duckmäuser, die er da darstellt. Das weiß ich nicht. Ja. Da würde ich vorsichtig sein. Letztendlich ist es eine amorphe Masse Bürger, Masse Bevölkerung, die er darstellt. Ja? Entpolitisiert, also mit dem Begriff, gut, ist genau wie wenn Sie sagen, falsches Bewusstsein. Also den an die Welt der walserschen Figuren ranzubappen, habe ich Schwierigkeiten, wenn ich das lese. Das ist nicht ja, aber warum? Ich kann Ihnen sagen, warum die Schwierigkeiten haben. Weil die Figuren keine Realität haben. Weil innerhalb der Konzeption des Romans, wie ihn Walser übt, lebendige Figuren sein müssen. Und sagen Sie, Herr Karasek, ich wüsste offenbar genau, was ein Roman ist. Das weiß ich, das habe ich gelernt bei I.M. Forster. Ein Roman ist ein erzählendes Werk im Umfang von über 200 Seiten. Schluss. Das ist die bedeutendste Definition, die ich kenne, der Romanform. Und alles andere im Roman bestimmt der, der ihn schreibt. Ja. Man kann machen, was man will. Man sagt etwa 200 Seiten und mehr und das Erzählende muss dominieren. Schluss. Jede andere Definition macht schon die Sache kaputt. Nein, ich glaube aber, dass innerhalb dieser Konzeption, die Walser gewählt hat, lebendige Figuren nötig sind. So wie er den Roman, den neuesten, Jagd, erzählt. Nun können Sie zum Vergleich die Brandung oder 5 frühere Romane von ihm heranziehen. Der Unterschied wird nicht groß. Ja? Ich glaube, am fliehenden Pferd ist es am besten gelungen. Das war ja nur eine Novelle. War eine Novelle. Und da ist er sehr stark. Leider hat er keine Novelle wieder geschrieben. Und es ist ihm auch seinerzeit am Anfang sehr schön gelungen in dem Buch Ehen in Philippsburg. Ein bisschen auch in der Halbzeit, damit hat sich die anderen Romane, kann ich weniger ertragen. Ich glaube nicht an die reale Welt, die hier vorgestellt wird. Es ist überhaupt keine Welt da. Es sind Details, sehr richtig, Herr Busche, Details sind da, Nuancen, aber aus all den Nuancen ist nichts zusammengefügt. Wie heißt Lego, heißt das, glaube ich, dieses Spielzeug. Das sind so einzelne Lego-Bausteine. Und gerade da wird er mir glaubhaft. Gerade weil er nicht den Versuch unternimmt, zusammenzuführen. Glaubhaft, aber langweilig. Ja, das ist eine Frage, was ich erwarte. Langweilig? Ja, ich erwarte, dass ich nicht gelangweilt werde. Das ist mein Ja, nun, der eine langweilt sich bei diesem, der andere langweilt sich bei jenem. Das können Sie ja nicht für alle gleichmäßig bestimmen. Ich habe mich, muss ich gestehen, ich habe den nicht gut gefunden. Ich habe mich an manchen Stellen, hat's mir einfach nicht gefallen. Aber ich habe das auch zu Ende gelesen, weil immer kam wieder was, wo ich sagte, da spielt etwa Tuaris Agitur, wenn Sie so wollen. Nach Ihrer Definition vom Roman, ich will noch einen letzten Versuch machen. Sie, ja gut, nach Ihrer Definition von Roman könnte man doch sagen, Walser beschreibt eine Romanwelt aus dem Kopf eines einzelnen Menschen, der vielleicht nicht fähig ist, andere Leute richtig zu beobachten. Auch das wäre eine Möglichkeit, einen Roman zu definieren. Ja. Nun kann man sagen, ich habe mich, aber das besagt nicht viel, ich habe mich nicht gelangweilt. Vielleicht können Sie mir dann vorwerfen, Sie sind schnell zu befriedigen oder Sie sind leicht zufriedenzustellen. Aber Langeweile ist keine Kategorie. Ich würde wirklich sagen, Frau Löffler erwischt mich da schon bei einem Unbehagen. Ich sage, Sie haben das auch schon formuliert, man badet ein bisschen lauwarm in diesem Buch. Aber ich langweile mich nicht beim lauwarmen Baden. Also darf ich ein anderes Beispiel unser beliebtester Kanzler, von dem hieß es, er badet gerne lauwarm. Das hat nur Herr Wehner gemeint, der war so streng.
streng wie Reich Ranitzky. Ja. Nein, ich bin gar nicht streng, aber wir leben in einem Land, in dem es Meinungsfreiheit gibt und ich habe das Recht, Bedenken gegen das Buch von Walser. Hatten Sie den Eindruck, dass ich Ihnen das Recht nehmen will? Ja, ein bisschen nein, hatte ich den Eindruck. Ich finde, an diesem Buch ist eine Sache hochliterarisch. Der Name des Autors. Und ich bin gar nicht so sicher, ob dieses Buch in diesem Verlag Suhrkamp überhaupt erschienen wäre, wenn es nicht ein Werk von Martin Walser wäre. Aber guckt euch mal eine Sache an. Ein Motiv, das ja eine große Rolle in dem Buch spielt, das Sexuelle und verschiedene Sexualmotive, die da vorkommen. Wie ist das alles verklemmt? Jetzt wird ihr sagen, ja, die Figuren sind ja, so verklemmt. Es ist genauso ja, schwitzhändig ja, wie der Held. Aber diese Sprache, die er dafür verwendet, sie ist schwitzhändig. Er kommt ja nicht zu Rande damit. Das ist doch in früheren Büchern von Walser auch gewesen, wo er von Liebe erzählt. Da ist er manchmal sehr interessant, nicht in diesem Buch, im früheren, in dem fliehenden Pferd. Aber hier, wo er das Sexuelle darstellt, ja, sehen Sie nicht, dass hier ein Meister der Sprache total versagt? Aber es gibt, Entschuldigung, Marcel, da muss ich wirklich so in Schutz nehmen, es gibt zweierlei Sexualität. Eine, die man gern darstellt und eine, die man erleidet. Und die Erleidete ist die Verklemmte und Walser erlaubt sich, die Verklemmte gleichzeitig darzustellen. Er ist bei seinen erotischen Schilderungen kein Stammtischrenommierer. Buch sehr angenehm. Dass die Sexualität in diesem Buch verklemmt ist, das beanstande ich doch nicht. Ich sage, ihre literarische Darstellung ist verklemmt. Das hatten wir aber schon bei dem Fall Günter Grass. Kann man über Kalkutta in der Sprache schreiben, in der Proust die Pariser Salons vorstellt? Vielleicht ist das ein Kontrast. Aber vielleicht würde ich sagen, das hat der Grass gar nicht versucht. Nein, das ist jetzt nicht die Frage. Ich habe es jetzt ja versucht, theoretisch zu stellen. Kann es nicht sein oder kann es nicht ein legitimes Bemühen eines Schriftstellers sein, zu sagen, wenn ich eine bestimmte Form von Sätzen, stilistische Form von Sätzen schreibe, dann gebe ich damit der Geschichte einen Drive, den ich ihr nicht geben will. Ja. Lieber, das Ergebnis kann langweilig sein, ist klar. Das Beispiel dafür, was Sie jetzt sagen, ist der berühmte Tendos-Brief von Hugo von Hofmanns, da wo er sagt, ich habe keine Sprache mehr, die Worte zerfallen wie Pilze in meinem Mund. Und das schreibt er in einem Essay, der zu den schönsten deutschen Essays ist. Jeder Satz dieses Essays widerlegt die These. Das ist nur ein theoretischer Satz. Das ist ja nur eine theoretische Arbeit, dieser Essay. Aber stilistisch ein Meisterwerk. Also ja, klar. Ich kann mir vorstellen, dass ein Autor, der ein Meister des Stils ist, die Verhältnisse in Kalkutta, in einem Roman oder in einer Novelle, glanzvoll stilistisch darstellt und damit nicht unbedingt ich kann's mir auch vorstellen. Die Dinge bagatellisiert. Ist es illegitim, es anders zu versuchen? Nein, ich möchte Sie nach einem Trick fragen. Ja. Sie haben gesagt, wahrscheinlich wäre das Buch bei Suhrkamp gar nicht erschienen, wenn nicht der Name Martin Walser drüber steht. Sie haben aber vorher gesagt, eigentlich hat er außer Essays und ein bisschen Fliehendes Pferd und ein bisschen Ehen in Philippsburg noch nie was geschrieben. Wie kommt es, dass dann trotzdem wir alle uns rasch darauf einigen können, dass Martin Walser einen bedeutenden Namen als Literat Lieber, hat. Ich will mal fortfahren. Könnte es nicht sein, dass die Bücher immer erst 5 Jahre später von langweilig zu bedeutend werden, dass man also immer zuerst über die Walser Bücher liest, ach Gott, das ist ja wieder nicht das Richtige, und 5 Jahre später muss man zugeben, hier war eine bestimmte Station des Nachkriegslebens in Süddeutschland ziemlich treffend und ziemlich gut festgehalten. Ich will Ihnen sagen, es gibt die Verhältnisse. Frau Löffler hat das mit dem Chauffeur gesagt. Ich könnte das mit dem Brief an Lord List sagen. Es gibt wunderbare, sehr genaue, eiskalte Beschreibungen von Angestelltenhass in Walser-Romanen. Und dies ist nun ein Roman eines Mannes, wo keine Angestelltenwelt mehr besteht. Das ist ein Ehekrüppel, der völlig auf die Güte seiner Frau angewiesen ist, die den mit durchzieht. Dies ist doch aber zumindest auch ein Signal in der Öffentlichkeit, dass wir einen Roman haben, wo Walser es sich traut, einen Helden zu schildern, der ein solcher Schwächling ist, dass er von seiner Frau durchgefüttert wird. Der Roman zur Münsteraner Parteitag der SPD, der Roman zur Quote. Ein Roman zur Quotenregelung. Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen wollten, das habe ich wohl verstanden,
Der schreibt einen Roman nach dem anderen seit 25 Jahren. Die meisten werden von der Kritik überwiegend negativ beurteilt. Viele, das haben Sie nicht gesagt, sind total vergessen. Wer erinnert sich an die galistische Krankheit noch? Wer erinnert sich an Jenseits der Liebe? Sie erinnern sich. Wir ein paar Fachleute. Das vergessen sind diese Romane, glaube ich, und zu Recht. Dennoch. Er stolpert von einer Niederlage zur nächsten und ist unaufhörlich ein Bekannter, ein eigentlich immer berühmter. Er ist ein negativer Pyrrhus. Ja. Er niederlag sich zu Tode. Warum? Er niederlag sich zum Sieg. Das hat Gründe. Ja. Und einer der Gründe ist gerade das, was ihm sehr verübelt wird. Dass er nicht aufhört, regelmäßig Bücher zu publizieren, dass alle 9 Monate ein neues schreibt Buch. Wie ein Tagebuch. Er schreibt eins nach dem anderen. Aber also wie gesagt, der eine fährt nach Kalkutta und hört auf zu schreiben, das ist Ihnen nicht recht. Und der andere schreibt weiter. Ja. Er soll doch, um Gottes Willen, von uns unbehelligt eigentlich weiterschreiben. Herr Karasek, Sie wollen, dass mir ein Buch gefällt. Ich muss, weil Sie es wollen, unbedingt Bücher loben, die mir nicht sehr gefallen. Aber meine Damen und Herren, ich glaube, wir können die Sache offen lassen mit Martin Walser und gehen wir zu einem anderen Buch über. Das sind ja alte Herren, Walser und Grass, über 60. Und es gibt einen jungen Autor, Ranzmeier in Österreich. Österreich, Ihr Gebiet. Was ist in dem Roman drin? Ja, der Mann heißt Christoph Ranzmeier. Es ist sein zweiter Roman, den er hier geschrieben hat. Der Roman heißt Die letzte Welt. Auf einer Ebene erzählt dieses Buch die an sich bekannte Geschichte. Die Beispielsfigur ist Ovid. Ovid, der römische Dichter, der auf der Höhe seines Ruhms von Kaiser Augustus ans Ende der zivilisierten Welt verbannt worden ist, nach Tomi am Schwarzen Meer und dort auch gestorben ist. Was da erzählt wird auf der einen Ebene ist also das heikle Verhältnis zwischen dem Dichter und der Macht. Der Dichter, der einerseits der Macht gegenüber als ein Huldigender dasteht, andererseits als einer, der widersetzlich und aufsässig ist. Dort, wo er huldigt, ist er in der Gnade, dort, wo er aufsässig ist, fällt er in Ungnade und wird verbannt. Auf der zweiten Ebene aber handelt dieses Buch nicht nur vom Dichter, sondern auch von seinem Hauptwerk, die Metamorphosen. Die Metamorphosen sind ein unglaublich bekanntes Werk, das keiner kennt. Ich glaube, in Wirklichkeit wird dieses Werk so gut wie nicht mehr gelesen. Nicht mal in den Schulen? Weiß ich nicht. Ich habe es in der Schule noch in Teilen gelesen. Eben. Ausschnitte, kleine. Ich denke, dass dieses Werk, die Metamorphosen, in Wahrheit hinter seiner gigantischen Wirkungsgeschichte so gut wie verschwunden ist. Und das scheint auch die These des Christoph Ranzmeier zu sein. Er schickt also einen Leser auf die Suche nach einem verschwundenen Buch. Die Metamorphosen heißen so, weil sie eine Enzyklopädie, ein Kompendium von Verwandlungsmythen, antiken Verwandlungssagen sind. Wir wissen alle ungefähr, worum es da geht. Es kommen alle möglichen Menschen vor, die in Steine verwandelt werden, in Bäume, in Tiere, in Vögel. Umgekehrt werden wieder Steine in Menschen verwandelt. Diese Verwandlungssagen stehen eigentlich alle unter einem Motto: Keiner behält seine Gestalt. Jede Gestalt wird ununterbrochen verwandelt. Alles wandelt sich, alles ändert sich. Und der Ranzmeier hatte die wirklich, glaube ich, geniale Idee zu sagen, wenn sich alles wandelt, dann wandelt sich auch das Buch, die Metamorphosen, die von Verwandlungen handeln. Also eigentlich auch, er beschreibt die Metamorphose dieses Buchs Metamorphosen. Er schickt also einen Leser ans Schwarze Meer, dort auf die Suche nach dem verschollenen, möglicherweise schon gestorbenen Dichter Ovid und seinem ebenso verschwundenen, verschollenen Werk. Und dort merkt dieser Leser, er heißt Cotta, dass die Metamorphosen nach wie vor leben, aber in verwandelter Gestalt, nämlich beispielsweise in der Erinnerung der Leute, die dort am Schwarzen Meer in Tomi wohnen. Darf ich Ihnen eine Frage stellen zum Inhalt? Das Buch spielt im alten Rom, aber der Autor wünscht Anachronismen. Es gibt im alten Rom Mikrofone, Telefone, es gibt Autobusse. Ja, es gibt sogar einen reichen Mann, der auf Sizilien ein Gut hat mit einem Walzerorchester, wo jedermann weiß, dass schon beim Rosenkavalier, der im 18. Jahrhundert spielt, der Walzer noch nicht da war. Er ist im 19. natürlich erst geschaffen worden. Diese deutlichen, konsequenten Anachronismen. Ich sage nicht, die seien schlecht. Ich frage nur,
ich überlege mir und frage Sie, wozu hat er die eigentlich gebraucht? Wollte er sagen, das ist zeitlos, was ich da Also ich würde mal nicht meinen, dass dieses Buch nur von der Antike erzählt. Es erzählt eigentlich von allen Zeiten. Es hat so eine visionäre Zwischenzeit. Ich würde das gar nicht mal so sehr als Anachronismus bezeichnen. Es hat einen programmatischen bezeichnen. Titel. Es heißt Letzte Welt und im Anhang des Buchs wird die letzte Welt, also es ist eine Endzeitvision, mit der alten Welt konfrontiert. So ist also das. Ich glaube, es ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es doch die Zeitlosigkeit einer Welt, wie sie Grass übrigens in Kalkutta hätte finden können, wo sich, wie sich die Antike sozusagen weiterschleppt zu einer Endzeit, die wieder der Antike... Ja, auch eine da Sache die Verwandlung. Ist ganz sicher. Eine Sache ist natürlich ganz sicher. Er hat, Ranzmeier, dieses Buch nicht geschrieben um der antiken Welt willen, sondern um unserer heutigen Welt willen. Das spielt nicht in allen Epochen, damit kann ich mich nicht mit der Deutung einverstanden erklären. Es spielt in der Antike und es spielt heute. Es sind heutige Elemente, völlig legitim. Ja, aber es spielt hinein schon in allen. Projiziert sind heutige Elemente in die antike Welt. Das macht im Grunde genommen jeder Autor eines historischen Romans. Das ist doch kein historischer Roman. Doch, man muss den Begriff historischer Roman offenbar sehr eng verstehen, um ihn nicht als solchen zu bezeichnen. Ich würde nicht darüber diskutieren. Ich frage mich nur, ob die angestrebten, wirklich notwendigen, schönen, großartigen Parallelen, die in dem Buch enthalten sind, in der Darstellung der antiken Welt zu unserer Welt, ob es nicht eine etwas billige Methode ist, Telefone und Mikrofone. Nein, es kommen doch ganz andere Dinge vor. Es kommen Gaskammern vor, es kommen Boat People vor, Flüchtlinge, die auf einem Schiff sind und nicht landen dürfen. Das Ganze ist doch bitte vielmals aus einer heutigen Sicht geschrieben. Man kann doch nicht, vergessen, dass die Metamorphosen 2000 Jahre alt sind. Sind wir uns doch einig, dass aus heutiger Sicht um unserer Epoche willen das Ganze geschrieben wurde. Ich sage nur, dass dieser Hinweis des Autors, der wiederholte Hinweis, diese Welt, die ich darstelle, ist in vielem ähnlich unserer heutigen, mit den Flüchtlingen und so weiter. Es ist nicht ähnlich. Das Buch handelt von den Metamorphosen und es handelt von den Metamorphosen der Metamorphosen. Es wird in jedem Kapitel eine neue Metamorphose der Ovidschen Verwandlung dargestellt, also als Film, als Projektion von Bildern, als gewebte Teppiche, als Gestammel einer Irren, als Erinnerung, als in Steine gehauenes, als im Leben erlebtes, als Rollenspiel beim Karneval. Ja. Das heißt, das Buch spielt in der Tat in allen Epochen. Und es spielt auch in der Zukunft. Und es spielt auch in der Zukunft, weil es zeigt, wie sich, und das Buch hat eine sehr pathetische These dazu. Die pathetische These des Buchs heißt, die Metamorphosen waren einer der größten Angriffe auf ein so festgefügtes und in seiner Blüte stehendes Reich wie das des Augustus, weil es sagt, alles vergeht in einer Zeit, die sich selbst vergotten und verewigen wollte. Und insofern ist es ein Buch, und das ist sehr gut, ein Buch der Zerstörung. Aber ich möchte jetzt zunächst mal ein Buch des Protests vielleicht. Nein. Glaube ich nicht. Und des Protests gegen diese Ansicht, es sei nun das Römische Reich festgefügt mit dem Imperator an der Spitze und das wird alles so bleiben. Aber Herr Reicher, auch das unterliegt der Verwandlung, sagt er voraus. Und aber das Buch heißt Die letzte Welt. Es beschreibt die Vision einer sich zu Ende verwandelten Welt. Und zwar, es ist das Endstadium, das er beschreibt. Es ist eine zerstörte Welt, das darf man doch auch nicht vergessen. Ja. Und es ist eine sehr bedrohliche Zukunftsvision, die er hier entwickelt. Ja, aber es ist unsere Epoche als eine Endzeitepoche empfinden, fortgeschrieben stellt er eine Endzeit. Andere Endzeitepoche und stellt die Parallelen her. Herr Busche, was halten Sie von dem Buch? Ja, ich bin jetzt natürlich erstmal beeindruckt und begeistert von den Deutungsmodellen, die Frau Löffler gebracht hat und denen Herr Karasek zustimmt. Ich wünschte mir, Herr Ranzmeier hätte ein Essay über diese Vorstellung geschrieben, den hätte ich sicherlich mit Begeisterung gelesen. Im Roman da muss man sich schon sehr, sehr anstrengen, wenn man das wiederfinden kann. Also mich hat an diesem Roman zuerst mal, vielleicht bin ich deshalb ungerecht, das mag sein, gestört diese zwar einerseits suggestive Sprache, die aber andererseits
so manieriert ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, der hat aus den Sätzen, die er in den ersten 10 Zeilen geschrieben hat, das ganze Buch gemacht. Wenn man sagt, dass Peter Handke und Bodo Strauß uns auf den Nerv gehen, weil sie zu sehr auf dem Kotturn mit ihrer Sprache daherkommen, das ist beim Christoph Ranzmeier noch schlimmer. Also das ist, das Buch ist schon so aufgemacht, als ob es ein Band 27 einer Goethe-Ausgabe sei mit diesen ganzen. Und Sie können Herrn Greno doch nicht vorwerfen, dass er schöne Bücher macht. Ja, ist schön und schön gut. Ist die Schönheit nicht der letzten Welt, sondern die Schönheit aus dem Wohnzimmer meiner Großmutter. Aber davon mal abgesehen. Nein, ich finde, die Sprache hat mich gestört und mich hat dieses Serielle gestört, wie da so, was Sie jetzt als Metamorphosen nennen, essayistisch wunderschön vorstellbar. In der Erzählung hat es mich gestört an Thomas Bernhard Verstörung. Also da geht einer einen Weg und kommt von einem scheußlichen Schicksal zum nächsten scheußlichen Schicksal. Immer läutet darüber die Schicksalsglocke und es wäre ermüdend, das räume ich gerne ein, wenn dieser Autor nicht in der Tat über eine enorm suggestive Sprache verfügt. Also was denn? Manieriert und gleichzeitig suggestiv? Manieriert und gleichzeitig suggestiv. Eine Frage zwecks Verständigung. Die Sprache von Thomas Bernhard ist manieriert? Nein, manieriert von Thomas Bernhard, Nein, nur lassen Sie mal die Verstörung weg. Ja. Thomas Bernhards Sprache ist manieriert oder nicht? Schrecklich manieriert. Würde ich nicht sagen. Aber schrecklich lieber, manieriert. Dann müssen wir uns über den Sinn der Worte einigen. Ja gut, ich empfinde das nicht so. Aber ja? Ich will jetzt nicht über Thomas Bernhard reden, das müsste was anderes machen. In diesem Fall eindeutig eigentlich sprachlich, also im Grunde liest sich das, wie man den Bolero von Ravel hört. Immer dieselbe Musik und immer noch wieder eine Wiederholung und noch eine Wiederholung. So liest sich der Ranzmeier. So liest sich der Ranzmeier. Ja, also Herr Busche, ich habe den Eindruck, wir haben zwei verschiedene Bücher gelesen. Denn ich habe gegen das Buch einiges einzuwenden, aber in einer Hinsicht glaube ich sicher zu sein. Dieser Ranzmeier ist ein ganz großes sprachliches Talent. Stilistisch ist das hervorragend und es ist überhaupt nicht manieriert. Ob es manieristisch ist, ist eine andere Frage, aber Thomas Mann ist auch manieristisch. Es ist ein stilistisch ungewöhnliches Buch und ich bin überzeugt, dass dieser Ranzmeier mit einem keineswegs vollkommenen Roman, mit einem Roman, gegen den sich manches sagen lässt, Bewiesen hat. Aber ja, natürlich, werde ich gleich sagen. Ja. Bewiesen hat, dass er ein ganz ungewöhnliches Talent hat. Das ist gar keine Frage für mich. Ein sprachliches Talent sondergleichen. Wie Günter Grass in Telchte. Wie Kolbmeier mit Paracelsus. Ein sprachliches Talent von hohem Graden ist er mit der Blechtrommel. Oder wie Kolbmeier mit Paracelsus, der sich irgendwo so neuhochdeutsch nachmacht. Ja, und da ist nun über hunderte von Seiten. Kolbmeier und Günter Grass sind zwei sehr verschiedene Dinge. Was ich damit meine, dass sich einer eine Kunstsprache macht und die nun bis zum Lied nicht mehr durchexerziert. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Das ist eine Sprache zwischen Grass, Bernhard und Hermann Burger. Also ich gebe Ihnen auch ein Talent etwa dieser Ebene, wie Hermann Burger, der auch eine ganz bestimmte hochmanieristische, nicht manierierte Sprache schreibt. Nein, ich halte ihn für einen Stilisten höchsten Ranges, für einen jungen Autor. In einem zweiten Buch das schon bewiesen zu haben, ist etwas ganz Ungewöhnliches. Und ich glaube auch, dass manche enthusiastischen Kritiken, die über das Buch gedruckt wurden, vielleicht, was kein Unglück ist, über das Ziel etwas hinausschießen. Weil nach so vielen schwachen, mittleren Büchern, die immer mit so viel Nachsicht behandelt werden, Grass, ach, das ist ein kleines Nebenwerk, Walser, naja, aber es ist doch die Bundesrepublik drin. Kinder, ist hier ein Talent da, einer, der wirklich erzählen kann. Und entschuldigen Sie bitte, es gibt in diesem Buch ein Kapitel. Ich will nicht sagen, wie viele Seiten es sind, weil ich es nicht weiß. 30, 40, ich weiß nicht genau, wie viel. In dem geschildert wird die Zeremonie der Eröffnung eines riesigen Stadions im alten Rom, zu Zeiten des Augustus, mit der Rede, die Ovid da hält, der Beschreibung der Pest auf Ägina und den unmittelbaren Folgen seines Auftritts, denn er hat ja den Auftritt mit den Worten begonnen, Bürger von Rom, statt sich vor dem Kaiser tief zu verneigen und dementsprechendes zu sagen. Und es beginnt danach, nach dieser Eröffnung, die Arbeit des Apparats um den Kaiser herum. Wissen Sie, ich habe einen Teil meines Lebens in totalitären Ländern verbracht, in einem
im Dritten Reich und in einem östlichen totalitären Land. Wie der Branzmeier zeigt, wie die Spitzel, die Denunzianten, die Zuträger nun arbeiten, wie sich herausstellt, dass überhaupt der Kaiser kein Wort gegen Ovid gesagt hat, nur mit einer Handbewegung angedeutet hat, dass ihm das nicht passt, und daraus resultiert die Verbannung Ovids. Nicht mal, dass ihm das nicht passt, das ist eine Missdeutung. Er hat, er fühlte sich nur gestört beim Nilpferd beobachtet. Möglicherweise fühlte er sich gestört. Ich finde diese Darstellung, und manch einer von uns hat auch unsere Welt wiedererkannt. Es gibt auch heute manch einen, der nur regieren kann oder leiten kann, wenn er sich von Denunzianten, Zuträgern und Spitzeln... Darf ich Sie daran erinnern, dass Sie vorhin gesagt haben, das sei ein historischer Roman? Merken wir doch, was das für ein unglaublich politischer, gegenwärtiger Roman ist. Also Augenblick mal. Sie missverstehen mich so gründlich wie nur möglich. Josef und seine Brüder von Thomas Mann ist natürlich ein historischer Roman. Und das ist doch selbst, historische Romane sind, wenn sie was taugen, und dieses Buch taugt was, natürlich immer Romane, die unsere Welt, unsere Gegenwart darstellen. Thomas Mann hat ja unendlich viel aus der Gegenwart, aus seiner Epoche in den biblischen Roman. An einem historischen Roman könnte man Anachronismen richtig beckmesserisch als Fehler vermerken. Herr Ranzmeier wählt ganz bewusst Anachronismen, übrigens sehr geschickt. Sie sind nicht etwa schick und modern, sondern es sind Anachronismen, was ich meine, was Frau Löffler auch gesagt hat, der Roman spielt in allen Zeiten. Es ist sozusagen so, deshalb beharre ich darauf, dass man könnte Indien sagen, es ist eine dritte Welt, die sich durchzieht. Die letzte Welt. Und die sich durch alle Epochen durchzieht. Ob da ein Telefon dazukommt oder so, ist nicht so wesentlich. Die Welt ist eigentlich dauernd in Veränderung, aber auch unveränderbar. Ich wollte nur sagen... Schlimmes jetzt. Ich will nur sagen, indem man nicht erkennt, dass der Ranzmeier durch seine geschickten Mittel, durch Filmvorführungen, durch Mikrofone, durch schicke Straßennamen im heutigen Rom und so weiter, dadurch auflöst, dass das ein historischer Roman ist, unterscheidet sich das ganz deutlich. Er will nicht die Form des historischen Romans wählen und er gibt das klar zu erkennen und er schafft es auch, diese Form nicht zu wählen. Das hat mit Josef nichts zu tun. Also, lieber, hören Sie die Prioritäten sind doch einfach andere. Roman in einem anderen Sinne. Ja. Entschuldigt mal, also darüber, ob das ein historischer Roman ist oder nicht, können wir überhaupt nicht diskutieren, aus dem einfachen Grunde, es kommt darauf an, wie man den Begriff versteht. Ich nenne einen historischen Roman einen solchen, der im Wesentlichen im historischen Kostüm spielt. Schluss. Aber dass der Roman sich dann auf die Gegenwart bezieht, dass Anachronismen vorkommen, das ist alles geschenkt. Aber das Erkenntnisinteresse ist doch ganz ein anderes bei Ranzmeier. Der will doch nicht das augusteische Zeitalter schildern. Ja. Er schildert ein totalitäres Regime. Sie haben es ja eben glänzend geschildert. Aber nicht das augusteische. Das ist absolut unhistorisch, die Art, wie er den Augustus schildert. Gut, aber er nimmt die Figur des Ovid. Das augusteische Zeitalter wäre auch nicht totalitär gewesen. Entschuldigen Sie mal, die Metamorphosen des Ovid hat es gegeben und gibt es. Und er nimmt doch Motive immer wieder aus den Metamorphosen, die er auf seine Art bearbeitet. Also Sie können nicht sagen, das hat alles mit Ovid gar nichts zu tun. Das Werk selbst in anderer Gestalt weiterlebt. Es hat mit Ovids Werk zu tun, für das eben jede Zeit, die es liest, Gegenwart ist. Aber Herr Busche, es ist doch schlicht so, wenn einer heute Ovid liest er es heute und es ist ein Buch von damals. Beide Zeiten spielen eine Rolle. Und Sie haben ja in Ihrer Rezension geschildert, wie es zu dem Buch gekommen ist. Er sollte als Auftrag Ovids Metamorphosen für Enzensberger besetzen. Ich möchte in diesem Zusammenhang, glaube ich, weil wir auch über den literarischen Betrieb was sagen sollten, was bei dem Buch auffällig ist, und auch das hat Frau Löffler geschrieben, wie durch eine stillschweigende Übereinkunft war im Spiegel, in der FAZ, im Profil, in der Morgenpost, wo auch immer, waren Kritiken, die können sogar halten, aber auch ihre war voll Bewunderung, also das können Sie gar nicht ableugnen. Ja, und was ist und Übereinkunft? Jetzt will ich nur sagen, ein Autor, von dem vorgestern noch niemand etwas wusste, nicht viel wusste. Das erste Buch ist sozusagen durch den Rost gefallen. Kaum beachtet. Gelobt, aber war ein Rezensionserfolg. Man hat auch die Taschenbuchausgabe jetzt gekriegt. Dieses Buch geht, wie der Ranzmeier geht jetzt in die dritte Auflage. Nach wenigen Tagen wird die dritte Auflage, die ist an Vorbestellung schon verkauft. Wie funktioniert der literarische Betrieb?
Was ist da passiert? Wer hat das Buch so geschickt lanciert? Nach dieser Sendung wird die vierte Auflage fällig sein. Aber entschuldigen Sie bitte, das Ding beweist doch alles, was Sie jetzt nur gesagt haben, dass der Betrieb gut funktioniert. Ja, ich will kommt fragen, ein Talent, ja. Kommt ein Talent, na, sind die Rezensionsexemplare des Buches ja vor 5, 6 Wochen verschickt worden. Kommt ein Talent, wird es gelobt. So war es bei Uwe Jonsons Mutmaßungen über Jakob genauso. Und man hat nicht mal gewusst, ob dieser Mensch Jonsson in Ost- oder in West-Berlin lebt. Hat man damals gar nicht gewusst. Er war schon in West-Berlin. Also ich würde sagen, es ist nicht ganz zufällig, dass alle Leute gleichzeitig auf dieses Buch aufmerksam werden. Da ist natürlich ganz schön viel Arbeit vom Herrn Enzensberger hinter den Kulissen geschehen. Andererseits, wenn der Mentor Enzensberger nicht so erfolgreich gewesen wäre, das Buch ist nur deshalb trotzdem von allen gut besprochen worden, weil es ein gutes Buch ist. Ja. Eben. Also es könnte aber nicht so gepusht werden, wenn es nicht gut wäre. Hier ist eine, ich habe da gewisse Bedenken. Ich bin sehr überzeugt vom Talent dieses Autors. Ein ganz hochbegabter Autor. Ich habe viele Kapitel, mehrere, mit größtem Vergnügen und Genuss gelesen. Ein so vollkommenes Buch ist es gar nicht. Es hat eine Sache. In diesem Buch haben wir dieses herrliche Kapitel, Eröffnung des Stadions, Rede des Ovid über die Pest auf Aegina und was dann nachher passiert. Das ist ein Block, der ist meisterhaft geschrieben. Hier scheint es, als sei das Problem des Buches, und das ist ein Fehlschluss gewesen, der Schriftsteller und die Gesellschaft. Das ist eine der Fragen, die er behandelt. Das Problem ist dann nicht mehr im Mittelpunkt. Was nachher sich abspielt, ist auf unterschiedlichem Niveau. Manches sehr schön. Wir sagen, Gott sei Dank, einer kann so schreiben. Verglichen mit diesem Kapitel, mit diesem großen Block, von dem ich sprach, ist nichts mehr so stark. Also ich will Ihnen sagen, es gibt da verschiedene Annäherungen an die Metamorphosen. Ich will Ihnen nur als Beispiel sagen, ein sehr spätes Kapitel, wo der Mythos geschildert wird, dass die Schwester der Frau vom Mann geschändet worden ist und ihr die Zunge rausgeschnitten wurde und die Kinder werden nachher zum Fraß vorgeworfen. Das verwandelt er ziemlich direkt. Denken Sie bitte daran, dass er in jedem Kapitel versucht, irgendein Ovidsches Thema neu zu reflektieren und neu zu brechen und neu zu spiegeln. Hätte er, und jetzt muss ich wieder etwas unverschämt fragen, woher nehmen Sie die Aufgabe, die er sich gestellt hat, den Schriftsteller und die Macht, das ist eine seiner Ziele, die er sich gesetzt hat. Es ist nicht sein... Ja, Sie haben völlig recht, habe ich ja gesagt. Ich darf aber sagen, das wollen Sie mir verbieten. Nein, ich will Ihnen gar nicht verbieten. Von den behandelten verbieten. Problemen in dem Buch ist dieses Problem, das mich am meisten interessiert. Ich bleibe bei Ihrem Kapitel. Ja. Selbst diese Schilderung der Pest hat ja noch eine großartige Schilderung, nämlich Verwesung kann dieser Autor schildern. Ja. Was wir immer so als eine schwache Ahnung einer letzten Welt auch haben, dass Insekten irgendwas sein werden, was übrig bleibt, was, das ist genauso wichtig wie Schriftstellung. Herr Karasek, ich habe jetzt mal eine Frage. Das ist, was der Grass in Galettin erzählen wollte und nicht konnte. Glauben Sie denn, dass der Autor, der sich jetzt hier als Stilist und Sprachkünstler vorgestellt hat, mit dieser Sprache, die ihn jetzt ja anhaftet, gerade weil das Buch ein Erfolg ist, ein weiteres Buch schreiben kann? Ja, doch nicht so. Darf ich Ihnen die Frage beantworten? Nichts ist auf dieser Erde leichtsinniger, als die Zukunft von Schriftstellern vorauszusagen. Nein, er kann mit dieser Sprache noch 9 Romane schreiben, die blendend sein werden. Und vielleicht kein einzigen, das weiß ich nicht. Ich bin dazu da, die Literatur der Gegenwart und der Vergangenheit zu beurteilen. Die Zukunft kann ich nicht voraussehen. Wir haben unentwegt in den letzten 10 Jahren Debütanten gehabt, die sehr interessant waren und nach dem ersten Buch ist gar nichts gekommen oder ein schwaches Buch. Bei ihm ist es das zweite Buch und die, die das erste gelesen haben, sagen, es ist ein gutes Buch, ich kenne nicht das erste, ein gutes, wenn auch nicht so bedeutend wie das. Ich möchte aber nur eine Sache sagen, weil das Herr Karasek, glaube ich, total missverstanden hat. Ich sage, dieser Block, Eröffnung des Stadions, Pestdarstellung mit der Verwesung und so weiter und der Spitzelapparat, der Apparat des Staates, der da funktioniert, ist so glanzvoll,
geschrieben, dass damit ein Maßstab gegeben ist. Diesem sehr hohen Niveau bleibt er im weiteren Verlauf nicht immer gerecht. Das kann er gar nicht halten, offenbar. Das ist, jetzt werfe ich ihm nicht vor, dass er nur einen Block so fabelhaft geschrieben hat. Bei den anderen Dingen habe ich oft einen gewissen Verdacht. Und da hier so viel gelobt wurde, darf man das vielleicht sagen. Es sind etwas willkürlich, manche Geschichten, die er erzählt. Bei diesem Block ist nichts willkürlich. Es ist kein Satz zufällig. Es ist dringend durchgehend. Das ist so gut, dass man sagen kann, da konnte es passt alles wie die Faust aufs Auge in diesem Roman. Und das finde ich seinen großen Makel. Es passt immer grundsätzlich alles genau wie die Faust aufs Auge. Was heißt das? Wie aus Katalogen von Themen der Weltliteratur rausgenommen. Entschuldigung, es gibt für die Kachel, um Badezimmer zu kacheln, überall schöne Kacheln nebeneinander. Es gibt doch einen Vorwurf, die Metamorphosen, und die werden wirklich variiert. Ja, nun gut, die kennen wir ja, die Metamorphosen. Und, ich frage mich, ob wir sie kennen. Ja. Doch, wir kennen sie. Es gibt in Deutschland vier gängige Ausgaben, die sie überall kriegen. Meine Damen und Herren, jetzt werden wir einmal richtig über Ovids Metamorphosen diskutieren, aber leider ist unsere Zeit vorbei, und diesmal sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Heutiger sich sehr stark, hatte zu einem schon historischen Roman gemacht. Nun haben Sie aber gesagt, es sei eine doppelte Perspektive da gewissermaßen mit diesem Spießer. Einerseits sieht er spießige Figuren, und andererseits fühlt er sich mit ihnen irgendwie verbunden. Ja, ja, ich denke, das ist die Ambivalenz Augenblick mal. Diese Ambivalenz, von der Sie sprechen, ist bestimmt richtig, haben wir schon in den Ehen in Philippsburg von Walser gehabt. Das ist in allen seinen Romanen durchgehend. Er hat sich ja von dieser Perspektive, ob gut oder nicht, er hat sich von ihr nicht gelöst. Und was ich hier fragen möchte, ist, Herr Karasek, ich habe hier eine kleine Frage, bitte nehmen Sie sie mir nicht übel. Sie haben eine Kritik über das Buch geschrieben, es war eine verhältnismäßig wohlwollende, freundliche Kritik im Spiegel, und ich kann Sie sehr gut verstehen. Sie sind befreundet mit Walser, ich bin befreundet mit Walser, uns allen tut es sehr weh, dem Walser einen Schmerz anzutun, und ich habe den Eindruck gehabt, das ist durchaus fair, zulässig, dass Sie das nun möglichst freundlich referiert haben. Das Buch lassen Sie mich ausreden, und am Ende stellen Sie aber eine ganz wichtige Frage. Und die Frage lautet, ich habe es beinahe auswendig gelernt, ist das nun ein Roman über das banale Leben oder ist es ein banaler Roman? Ja. Und da steht ein Fragezeichen am Ende, und da hätte ich gern, dass die Kritik, damit hätte sie eigentlich beginnen sollen. Und darauf hätte ich die Antwort gern gehört, denn die haben sie nicht gegeben. Ein Fragezeichen, und ich habe viel Geld für die Nummer des Spiegel bezahlt und ich habe ihr Urteil nicht zu sehen bekommen. Sie haben ein Wort unterschlagen. Ja. Manchmal ein banaler Roman. Und es war kein Fragezeichen. Jetzt wird er schlechter, ihr Satz. Ich meine ähnlich wie Frau Löffler, dass Walser eine schillernde Perspektive, eine verschwimmende Perspektive in seinem Roman hat. Das stört mich nur an ganz wenigen Stellen. Und an diesen Stellen wird aus einem Roman über eine banale Wirklichkeit ein banaler Roman. Ich möchte nur einen Vorwurf, den Walser sein ganzes Leben lang gehört hat, abwehren. Aber ich möchte zuerst was Persönliches sagen, weil das so aussieht, als sei das ein Freundesdienst geworden. Ich hätte mir erlaubt, wenn mir das Buch wirklich missfallen hätte, es nicht zu besprechen. Ich denke, dass ich einem Autor, der so viel Erfahrung hat, keine Belehrung mehr erteilen soll, sondern sein Buch nur vermitteln soll, den Leser, wenn mir das Buch was gegeben hat. Und das Buch hat mir eine ganze Menge mitgeteilt. Ich würde eigentlich nur fragen, würden Sie zugeben, dass wir uns an Walsers Romanen, Herr Busche hatte das vorher gesagt, einigermaßen
über die Wirklichkeit der Bundesrepublik informieren können und über die Seelenlage der Bundesrepublik anhand banaler Figuren. Ich würde behaupten, wir leben auch in, Gott sei Dank, in einem weitgehend banalen Staat. Ich kann unbanale Staaten sind ganz schrecklich. Heroische Staaten sind sicher schrecklicher als banale. Und es geht wirklich um banale Konflikte, um Generationskonflikte mit einer Tochter und so weiter. Aber die werden aufgezeichnet. Und jetzt kommt das Problem, das Frau Löffler genannt hat. Werden sie wirklich immer nur schonungslos aufgezeichnet oder wird manchmal der Mantel einer Barmherzigkeit? Da möchte ich mal was zu sagen. Ich finde, ein Wort von Ihnen hat mich ein bisschen stocken lassen. Wenn ich mal sagen darf, die Biografie, ja, ist ja, liegt ja von der Geschichtsschreibung am nächsten bei der Fiktion. Die Biografie, beim Biografen stellen wir fest, je besser ein Biograf seinen Helden in den Blick genommen hat, umso mehr Sympathie kommt nolens volens vom Biografen in den beschriebenen Menschen hinein. Also die hasserfüllte Biografie, die gleichzeitig gut wäre und unseren Ansprüchen erfüllte, gibt es ganz selten in der Literatur. Und nach meinem Dafürhalten, wenn die Beschreibungsqualität, die ich an Walser wirklich schätze, wenn die erreicht werden soll, ich möchte mal behaupten, sie kann nur erreicht werden, wenn ein bisschen Sympathie im wahren Sinne des Wortes, Sympathie für diese Person empfunden wird. Nur ein Zerrbild, ich will gar nicht sagen Zerrbild, nur das Bild des Hasses kann diese Ecken nicht ausleuchten in einer Person, die Walser noch ausleuchten kann. Insofern würde ich sagen, wenn Sie sagen, das kalte Licht des Hasses würde die Person besser darstellen, ich glaube nicht, dass das der Fall wäre. Augenblick mal. Der Martin Walser, Verzeihung, ist ja dazu überhaupt nicht imstande. Ich meine nur, dass ich mir wünschen würde, dass die Distanz ein bisschen kühler wäre. In Wahrheit sind seine Figuren so eingebettet in sein Wohlwollen. Die sind auch so träge und so wohlig eingebettet. Ja, so sind wir aber doch. Halt so sind Nein. Ich glaube, dass das dem Roman schadet. Nein. Der Spießer, der kleine Mann am Boden, Bodensee hat Ängste. In den früheren Romanen, wo wir diese Burschen alle kennen, haben sie schreckliche Ängste vor der Konkurrenz, vor den Rivalen, Angst, den Job zu verlieren. Sie haben ihre kleinen Geilheiten, mit denen sie nicht fertig werden. Das ist ja alles okay. Das lese ich ja auch hin und wieder ganz gerne. Nur glaube ich, dass man auch diesen Geilheiten ein bisschen distanzierter gegenüberstehen müsste. Vielleicht wäre auch ein bisschen Humor, ein bisschen Selbstironie. Augenblick mal, ich verstehe hier etwas überhaupt nicht. Sie sagten, Herr Karasek, und ich glaube, Sie waren nicht der Einzige, der das sagte, es gäbe in diesem Roman vorwiegend banale Motive und banale Konflikte. Mhm. Das verstehe ich überhaupt nicht. Was heißt banale Konflikte? Junger Mann liebt ein Mädchen, aber die sind aus zwei verfeindeten Familien und die Verbindung ist daher unmöglich, findet nur heimlich statt. Daraus ist Romeo und Julia entstanden. Alle großen Werke der Literatur sind basiert auf banalen Konflikten. Nein. Das ist doch alles nein, banal. Nein. Romeo und Julia würde in dem Moment banal sein, wo die ganzen Ängste und nur im Kopf der Leute stattfinden würden und sagen, oh Gott, mein Vater wird mich bestrafen, es wird gar nichts passieren, die würden silberne Hochzeit feiern, dann wäre es banal. Banal ist doch bei Walser wirklich das Schrecklichste, was ihm passiert, dass die Frau ihm drei Tage böse ist und nicht mit ihm spricht, weil er im Weinlaune nach einer anderen gegriffen hat. Ja, das meine ich mehr als das. Er hat zwar eigentlich in seinem Beruf versagt. Ja. Auf dem Thomas Mann auf die Schulter sagt, Kollege Mann, gut gemacht. Jawohl, er liest auch Fontane. Seine Frau liest vor allen Dingen Fontane. Und er versteht es, teils missbilligt er es, teils versteht er es, dass er sich da flüchtet. Nur ich muss zum Schutz von Grass eins sagen. Er wollte ja länger bleiben. Und das Buch gibt ganz ehrlich über eine Sache Auskunft, dass er dieser Stadt wieder weggelaufen ist. Ja nun, da gibt es aber einen schönen Grund dafür. Sie haben gesagt, er ist geflohen vor seinen deutschen Verhältnissen, aber er ist nicht. Die Flucht ist insofern misslungen, wie er an einer Stelle anmerkt, weil er sich in Indien vom Spiegel bespitzelt fühlt und weil der Spiegel einen örtlichen Korrespondenten offenbar im Nachbarhaus eingemietet hat, damit er den Grass beobachtet. Und Grass schreibt dann, wie der in der Abfalltonne der Familie Grass rumwühlt, um rauszufinden, was bei Grass los ist. Insofern könnte man sagen, Flucht gescheitert, Spiegel schon hier, muss zurück nach Deutschland. Aber ich kann
diesen einen Punkt. Ich habe dieses Lesen deutscher Bücher in Indien verstanden als Abwehr des Versuchs, nun gewissermaßen die Inder intellektuell verstehen zu wollen, weil aussichtslos und eigentlich damit gleich vorzeigt, letztendlich kann ich hier nur beobachten, ich kann gewissermaßen nicht das Land der Inder mit der Seele suchen, das geht nicht, darum dann lieber Schopenhauer, Canetti, Thomas Mann und ansonsten ganz strikt äußerlich beschreiben, ohne den Versuch zu machen, gewissermaßen eine Beobachterperspektive, eine literarische Beobachterperspektive zu entwickeln, die er dann stilistisch nur noch ausfüllt, wobei ihm aber dann möglicherweise vieles entgeht. Lieber, wäre hier nicht eine andere Situation möglich? Dass er weg wollte aus der Bundesrepublik für eine Weile, ist klar. Er hat wohl geglaubt, in Indien den Stoff für ein Buch zu finden. Und er hat diesen Stoff, glaube ich, nicht gefunden. Und daher hat er dieses Mischprodukt, etwas Prosa, Zeichnungen und ein Gedicht hergestellt. Er hat dort irgendeine Enttäuschung erlebt. Und daher eine Frage. Was ist mit diesem Gras los? Wir sollten ihn doch nicht behandeln wie einen matten Pilger, der nur gestreichelt werden muss. Ja, ich meine, es ist doch ein Talent sondergleichen. Und auch in diesem Buch kann man doch Passagen finden, die fabelhaft geschrieben sind. Ob wir nur viele oder wenige Passagen dieser Art finden. Er kann ja kein Thema mehr finden, der Gras. Ist ja ausgeschrieben. Er hat doch seinerzeit gesagt, sehr lange her, über Danzig werde er 25 Romane schreiben. Na gut. Es ist nach den Hundejahren, ist er zu Danzig kaum zurückgekehrt, nur wenig. Ist in Ordnung. Er hat offenbar keinen Stoff, kein Thema. Deshalb ist er nach Indien gefahren und hat dort die Enttäuschung erlebt. Er ist nicht nur geflohen aus der Bundesrepublik, wo man die Rettin verrissen hat. Gut, das ist ein Grund. Aber er hätte ja genauso gut nach New York fahren können und nun ein Buch gegen oder über New York schreiben. Aber Marcel, ist es denn nicht so, dass man vielleicht sagen kann, die Erwartungen, die an dieses Buch herangetragen werden, sind ein bisschen zu hoch. Jemand ist nach Indien gefahren, dazu hat er ein gutes Recht. Und da er als Günter Grass über einen großen Namen verfügt, wird ein kleines Reisetagebuch mit übrigens miserablen Zeichnungen, soweit ich das beurteilen kann, auf einmal zu einem großen Buch. Vielleicht sollte man einfach sagen, das ist ein Zwischenwerk, wo sich einer über eine Reise Rechenschaft legt. Ablegt und keiner hat ihm geraten, es als Nebenwerk zu veröffentlichen, sondern alle haben es auf den Markt gepumpt. Der neue große Gras ist da und an diesen Erwartungen gemessen wird das Buch natürlich zuschanden. Ja. Und es ist ja irgendwie, es ist ja kein unsympathisches Buch, es ist ja ein sehr sympathisches Buch. Es ist ein kleinkariert sympathisches Buch und man täte einem so bedeutenden Autor Unrecht, wenn man ihn an diesem Buch so messen würde, als ginge es um seinen großen Roman. Er hat natürlich für seine großen Romane mit Recht die Maßstäbe gesetzt, an denen er gemessen wird. Aber an diesem Buch sind die Maßstäbe nicht angebracht. Glauben Sie, haben vollkommen recht. Ein Nebenwerk und als solches sollte man es betrachten. Aber man darf doch sagen, was Frau Löffler gesagt hat. Nämlich, er sieht in Kalkutta nur, was wir alle, die wir nie in Kalkutta waren, über Kalkutta eh wissen. Er hat doch nichts Neues gesehen. Vielleicht, weil er den Thomas Mann so aufmerksam dort gelesen hat, wofür ich viel Verständnis habe. Ist ja sehr schön, aber er hat doch nichts gemerkt. Das Buch ist leer. Da ist doch was nicht in Ordnung. Nun könnte, also ich würde mir das mal vorstellen, ich würde sagen, das könnte ein ganz grandioses Buch werden, wenn jemand irgendwo hinfährt und sich dort nur mit Thomas Mann beschäftigt. Also diese Enttäuschung über eine Wirklichkeit durch irgendwas ganz anderes, das könnte doch irgendwas Tolles werden. Man müsste es aber, lieber Herr Karasek, in Wahrheit will der Grass doch den doppelten Bonus haben. Er will einerseits uns allen sagen, ihr lasst euch nicht auf die schreckliche Hölle von Kalkutta ein. Ich hingegen lasse mich ein. Ich habe dort ein halbes Jahr gewohnt und gelebt, habe alles dort auch am eigenen Leib erfahren. In Wahrheit waren es eigentlich, wie er dann uns auch mitteilt, nur die Hautpickel, die Hitze, Pickel, die ihm dort zu schaffen gemacht haben, unter anderem. Ja, aber seine Frau, das sagt er mehrfach, hat sehr gelitten. Seine Frau hat gelitten. Die konnte nicht bügeln, wenn der Strom ausfiel. Obwohl sie es erst wollte, weil sich extra ein Bügelbrett gekauft hat. Ja, also diesen Bonus, ich war dort, ich bin besser als ihr, den hat er einmal. Andererseits hat er immer das Rückfahrticket in der Hand.
Also in Wahrheit hat er sich nicht so wirklich darauf eingelassen. Aber Sie wollen doch nicht verlangen, bloß weil sein letzter Roman nicht so gut war, dass er ohne Rückfahrt hätte nach Indien verbannt werden. Ich hätte mir gewünscht, dass er beispielsweise einmal in einen Slum gegangen wäre. In dem ganzen Text steht kein einziges Mal drin, dass er in einem Slum wirklich war. Aber er hat schlechtes Gewissen, wenn er ein Brötchen irgendwo bei einem Empfang isst und an die Leute draußen denkt. Also das kann er hier auch haben. Einigen wir uns, vielleicht kann man sich in dem Fall ausnahmsweise einigen, ein kleines, schwaches, relativ sympathisches Nebenwerk. Es lohnt sich vielleicht gar nicht so viel darüber zu reden. Das Wichtigste ist, Grass hat da was versucht, es ist nicht recht gelungen, schwamm drüber, gehen wir mal weiter. Also, es gibt ja ein neues Buch von Martin Walser und das werden wir nun nicht als kleines Nebenwerk behandeln können. Herr Karasek, wie sehen Sie es? Was ist da drin? Das neue Buch von Walser heißt Die Jagd. Es spielt am Bodensee. Der Held ist uns der aus dem Schwanenhaus schon bekannte Gottlieb Zürn, ein Häusermakler mit einer Familie, den in diesem Buch die Familie und die Geschäfte noch weiter aus den Händen geglitten sind. Die Familie muss, um ihren Unterhalt zu erreichen, muss die Frau Ja, meine Damen und Herren, das literarische Quartett zum dritten Mal. Es nehmen teil, wie üblich, Frau Sigrid Löffler, Profil, Wien, Jürgen Busche, Hamburger Morgenpost, Helmut Karasek, Der Spiegel, Hamburg. Bücher erscheinen ja in diesem Lande, wie man weiß, zweimal jährlich, im Frühjahr und im Herbst. Von der Herbstproduktion ist schon eine Menge erschienen. Wir haben 75 Minuten zur Verfügung, also vielleicht 25 Bücher werden wir kurz besprechen, über jedes Buch 3 Minuten. Das bieten wir Ihnen heute Abend eben nicht. Nein, dieser Smalltalk hätte für keinen Nutzen gehabt. Ich denke, wir machen was ganz anderes. Wir wollen uns auf wenige Bücher konzentrieren, über die aber versuchen, uns etwas gründlicher zu äußern. Wir werden es versuchen. Wir werden uns dabei, glaube ich, nicht langweilen, vielleicht Sie auch nicht. Wer ist denn der größte, der bekannteste, der berühmteste deutsche Schriftsteller heute unter den Lebenden? Ich glaube nach wie vor Günter Grass und von ihm gibt es ein neues Buch. Was steht da eigentlich drin, Herr Busche? Ja, drin steht, was Günter Grass aufgeschrieben und gezeichnet hat von seinem 1,5-jährigen Aufenthalt in Indien. Und ich glaube, das Wichtigste an dem Buch ist, dass er in Indien war. Das Buch hat 3 Teile nach klassischem Vorbild. Der erste Teil ist ein Prosatext, der jede literarische oder auch nur allgemein stilistische Anstrengung vermeidet und einfach runterschreibt, zusammenschreibt, was er in Indien zusammen mit seiner Frau erlebt hat, was er gelesen hat an deutschen Autoren, wie sich das vermischt, die Leseeindrücke, die aus Europa mitbringt und die Erlebniseindrücke durch Reisen in Indien, durch Nachdenken über Indien, durch Gespräche in Indien. Der zweite Teil enthält Zeichnungen, in denen er das, was er in Indien, in Kalkutta genauer gesagt, gesehen hat oder auf seinen Reisen gesehen hat, zu Papier bringt. Und der dritte Teil besteht in einem Gedicht, in einem sehr langen Gedicht, in dem er in Eindrücke komprimiert und hier zum ersten Mal in dem Buch literarisch wird, zusammenfasst, wie sein Nachdenken eingepfercht, möchte ich fast sagen, in literarische Form, wie sein Nachdenken über Indien heute nach der Erfahrung dieser Reise aussieht. Ich finde dieses Buch insofern bemerkenswert, als es in seinem ersten Teil den Versuch unternimmt, dass ein Schriftsteller sich brutal auf die Rolle des Beobachtenden und Nachdenkenden zurücknimmt und sich nicht etwa stilistisch einer Form hinterherjagend, einem literarischen Anspruch hinterherjagend, sich nicht in dieser Weise selber auf den Leim geht und letztendlich eine Prosa schreibt, die zwar der Form genügt, aber die möglicherweise nicht mehr umfasst,
was er eigentlich gesehen hat und was ihm durch den Kopf gegangen ist. Ja, wenn ich dann nur je einen Moment lang bemerkt hätte, was nun eigentlich Günter Grass in Kalkutta gesehen hat und was er bemerkt hat. Er mag ja einen Zettelkasten angelegt haben und den dann fleißig zusammengeschrieben haben. Nur ist mir eigentlich auf keiner einzigen Seite dieser Prosa wirklich fasslich und anschaulich geworden, was er nun eigentlich in Kalkutta erlebt hat. Er scheint ja mit sehr gemischten Gefühlen hingefahren zu sein. Einerseits war es eine Flucht aus der Bundesrepublik. Er nennt sich selbst einen Missvergnügungsreisenden, weil er das Gefühl hatte, einerseits er sei verpflichtet, dort auch einmal nach dem Rechten zu sehen. Er ist ja, glaube ich, so eine Art humanitärer Herzenssozialist, dem das auch ein Anliegen ist, dort einmal gewesen zu sein. Nur wenn er dort wenigstens die Augen aufgemacht hätte. In Wahrheit habe ich eigentlich aus seinem Text überhaupt nichts erfahren, was ich nicht aus Zeitungen über Kalkutta auch schon gewusst hätte. Mir kommt das Ganze vor wie eine Pflichtübung, wie halt ein Sozialist dorthin fährt. Und er kommt eigentlich mit der erwartungsgemäßen Dosis Scham zurück, aber mehr auch nicht. Also mich hat am meisten interessiert an dem Buch, warum er geflohen ist. Und es war als eine Art Bestrafung gemeint. Ich glaube auch eine Bestrafung für Sie, Marcel. Er hat sich nämlich geärgert, was die deutsche Kritik mit ihm angestellt hat und hat gedacht, jetzt geschieht's denen recht, wenn ich nach Indien gehe. Und jetzt geschieht es vielleicht den Indern wieder recht, dass er zurückkommt. Ich meine damit, das Buch zeigt auch ein gewisses Missvergnügen darüber, was er gesehen hat. Und zwar nicht Entsetzen über das Elend, sondern auch Missvergnügen, dass die nicht lernwillig genug sind für die Lektionen, die er ihnen erteilen will. Und das hat mich an dem Buch am meisten gestört. Aber ja. Lieber Karasek, hat er denn überhaupt Lektionen? Ja, eben, das ist die Frage. Ich stelle mir eine andere Frage. Wozu soll ich eigentlich ein Buch über Kalkutta lesen? Mich persönlich interessiert Kalkutta überhaupt nicht. Genauso stark interessiert mich Kalkutta wie Rio de Janeiro. Johannesburg interessiert mich schon etwas mehr. Wenn ich aber ein Buch über Kalkutta lesen möchte, dann doch nicht von einem Poeten, der dahin gefahren ist für 3 oder 4 Monate, der sich etwas umgesehen hat oder, wie Sie eigentlich sagen, kaum umgesehen hat. Denn wo war er? Da hat er eine Ausstellung geöffnet, da war er bei der Premiere seines Stückes, die Plebejerproben, den Aufstand, da hat er aus seinen Werken gelesen, da wurde er von einem Schriftsteller eingeladen und empfangen. Der hat doch nur Indien auf der Straße gesehen. Und was hat er dort gesehen? Schmutz, Gestank, Elend, Armut. Und das wissen wir doch. Ich meine, entschuldigen Sie, wenn ich ein Buch über Kalkutta lesen sollte, dann vielleicht eher das Buch eines Journalisten, der dort 5 Jahre lang Korrespondent war und der ein Sachbuch schreibt. Das hier, da muss man die Frage stellen, hat es den literarischen, den poetischen Wert, der dieses Buch unabhängig von seinem Inhalt interessant machen würde? Denn inhaltlich sagt er uns gar nichts. Und das ist ja eine Sache noch, Herr Karasek, interessant. Er liest dort Bücher. Er liest nicht indische Bücher oder über Indien, sondern er liest Canettis Blendung und sagt nicht sehr gut, diese Blendung, er hat recht. Und er liest Thomas Manns Josef und seine Brüder und klopft. Es schadet ihm aber in seinem Lebensstandard überhaupt nicht. Er hat nach wie vor sein Eigenheim und seine Frau verdient noch besser als er. Also es passiert ihm in Wirklichkeit überhaupt nichts. Sie haben mich schon nachdenklich gemacht mit so einem Satz, wie wenn man die Jelinek erwähnt, dann kann man natürlich sagen, vielleicht ist es richtig zu sagen, heutige Spießer verdienen eigentlich nur, da sie ein so schreckliches Endprodukt sind, verdienen nur noch den kalten Blick der Jelinek. Das könnte ich mir vorstellen, dass ja, man das sagen kann. Ich halte es nicht für produktiv, dass man die Spießer auch noch verharmlost. Ja. Und das ist eine Verharmlosung. Aber Herr Karasek, die Buddenbrooks, sind das nicht unentwegt banale Geschichten, banale Motive von Anfang bis zu Ende? Nein. Es geht nicht um die Motive. Das ist nicht der Vorwurf. Ich finde nicht die Motive schlimm oder fragwürdig in Walsers Roman. Ich habe eine andere Frage nur zu stellen, nämlich ob die Figuren was taugen. Ich gebe zu, dass ich keine einzige Figur sehe. Ich lese Namen, ich lese Details über das Leben in der Bundesrepublik, darüber sprachen Sie vor, manche Details sind ganz gut, aber ich sehe keine einzige Figur. Und das ist ja eine Sache interessant bei diesem Martin Walser.
ist doch ganz sicher, dass das ein Mann ist von hoher Schreibfähigkeit. Er hat das mit seinen Essays immer wieder bewiesen. Es sind herrlich geschriebene Essays innerhalb seines Oeuvres. Er hat ja auch erzählen schon mal was gemacht. Das fliehende Pferd halte ich nach wie vor für eine sehr gute Novelle. Sie halten das für eine gute Novelle, weil Sie denken, es ist auf einen Erziehungsvorgang von Ihnen zurückzuführen. Nein, also ich bilde mir nicht ein, auf Autoren solchen Einflüsse. Herr Reichenitzki, Sie haben gerade gesagt, mit dem nicht harmlos. Das halte ich für falsch. Der Spießer von Martin Walser, den halte ich für harmlos. Man muss immer Folgendes sehen. Die Figuren, die Heinrich Mann karikiert hat. Und das ich greife jetzt so ein Wort aus von Adorno, Leitbild. Das waren ja Spießer mit Leitbild. Und sie waren ja gefährlich und unangenehm durch die Verlogenheit des Leitbildes, auf das sie sich hinorientiert haben. Der Herr Zürn und die Helden Walsers sind alle ohne Leitbild. Ja, deren Qual wesentlich kommt daraus, dass es nicht eben sagt, ich möchte wie der sein oder eigentlich muss ein deutscher Mann wie der sein oder eigentlich muss eine Familie wie diese oder jene aussehen. Denken Sie an Stautes Film, wo der Staatsanwalt dann Matthias Claudius vorliest. Der Mond ist aufgegangen und die Familie muss da sitzen und zuhören. Das ist ja nicht mehr die Familie, die er schildert. Und das ist der Unterschied und das wird sehr schön wahrgenommen. Es sind die Fußkranken des Wirtschaftswunders, ja, die er beschreibt. Also, ja, aber es ist doch mehr als das. Es sind Leute mit falschem Bewusstsein. Ja. Ich als Leser möchte doch eigentlich dann... Ja, was ist richtiges Bewusstsein? Darüber reden wir noch. Aber ich denke an einen früheren Roman von Walser, nämlich Seelenarbeit. Das fand ich nun einen ganz besonders gelungenen Text. Nicht gelungenen, und zwar aus dem Grund, weil er sich da in einen Chauffeur reingedacht hat. Und das klappt nur beim besten Willen nicht, nach meinem Dafürhalten. Fand ich ganz anders. Ja. Ich fand das Verhältnis zwischen dem Chauffeur und seinem Herrn, dem Fabrikherrn, den er herumzufahren hat, besonders interessant, weil es ja scheinbar keine entfremdete Arbeit ist. Es kommt dazu einer gewissen Intimität zwischen dem Herrn und dem Knecht. Aber in Wahrheit sind die Klassenunterschiede deutlich da. Also das falsche Bewusstsein der heißt übrigens auch Zürn, alle diese Helden heißen Zürn. Das ist der Vetter von dir. Das ist ein Cousin. Die Aufklärungsarbeit, die bei mir passiert ist mit diesem Roman, ist gar nicht zu vergleichen mit dem neuen. Sicher, man kann, also ich muss mich insofern revozieren. Sie haben natürlich recht, vom Stoff her ist das viel interessanter, weil beim Verhältnis Chauffeur her gibt es diese scheinbare Vermanschung, wo man gleich und gleich ist und umso schmerzhafter wird empfunden, dass es dann nicht gleich ist. Das fehlt in diesem. Hier ist der einzige Widerstand ist eigentlich, dass man mit der Tochter nicht mehr zurechtkommt und dass man vor der Frau seine Schwäche noch verstecken muss. Aber was Herr Busche sagt, es liegt doch auf der Hand, dass das wirklich keine Typen sind, die mehr gefährlich sind, sondern die wirklich nur noch, weil sie keine Leitfiguren sind, die sich eigentlich noch eine schwache Scham darüber empfinden, dass sie eigentlich parasitäre Reste von irgendwas sind. Aber offenbar bin ich der Einzige, der bei der Lektüre dieses Buches, beim großen Teilen dieses Buches, sich ziemlich gelangweilt hat. Ihr habt euch offenbar nicht. Nee, das habe ich ja geschildert. Wenn ich kapiert hatte, was die Szene soll, habe ich mich. Für mich war die Lektüre vor allem der ganzen zweiten Hälfte schon unerträglich langweilig. Aber warum, habe ich mich gefragt. Ist denn nicht dieses Milieu, sind denn nicht diese Spießbürger oder Pseudospießbürger letztlich dargestellt, ohne Hass und ohne Liebe, alles in so ein lauwarmes Wasser, serviert in lauwarmem Wasser. Es ist so ein Klima in diesem Buch, so ein etwas Unentschiedenes. Ja, natürlich sieht er sie kritisch, natürlich karikiert er ihre Sprache und so weiter, aber es ist letztlich eben alles lauwarm. Das ist das Bodenseeklima. Ja, eben, das Bodenseeklima, das auf so schmerzhafte Weise in dem Roman zum Vorschein kommt. Und ich glaube nicht, dass man, wenn man keine Figuren schafft in einem solchen Roman dieser Konzeption, die einigermaßen Konturen haben, und wenn man es alles in diesem Klima unterbringt, dann kann das kein lesbarer Roman werden. Natürlich gibt es diese und jene Stelle. Es ist wieder, Walser soll gerettet werden mit einzelnen Passagen. Herrgott, was mich
Was für mich unbegreiflich ist, wie ist es möglich, dass ein so hochintelligenter Mann, das ist nur wirklich ganz ohne Ironie gesagt, wie Martin Walser, der Autor glänzender Essays über Literatur, manche hat er vor 25 Jahren geschrieben und manche vor 5 Jahren, dass ein Mann ein solches Buch schreibt, das ist doch alles in allem auf einen... Sie dürfen nicht sagen, der Autor glänzender Essays, wenn Sie damit unterstellen wollen, dass es keine tollen Romane gibt. Es gibt großartige Walser-Romane. Also, können wir uns darauf einigen? Nein, es gibt einen ganz glänzenden Teil eines Romans, nämlich den Roman Ehen in Philippsburg, den ersten Teil Bekanntschaften, ist der längste. Innerhalb des Romans. Es gibt einen wunderbaren Roman, Halbzeit, der, glaube ich, der beste Roman über die 50er Jahre in deutscher Sprache überhaupt ist, aber gut. Darüber kann man sehr anderer Ansicht sein. Ich weiß nicht, ob Sie die Halbzeit heute zu lesen noch imstande wären. Ich habe schon damals sehr gelitten, obwohl der Roman natürlich gewisse Werte hat. Aber das ist, wissen Sie, so ein Roman ohne Ende und Anfang. Ich habe nicht gern Romane. Und hier eine Information. Ich habe solche Dinge nicht gern. Wenn man dem Autor sagt... Also die Engländer oder die Italiener möchten, dass ihr... ...tüchtig arbeiten und sie arbeitet viel tüchtiger als er, als Maklerin, das bestätigt er immer wieder. Und das Haus wird vermietet und mit der Vermietung an Sommergäste kommt das erotische Elend, die erotische Versuchung zu zürnen. Er wird nämlich zu einer Frau gelockt, die ihm am Bodensee schon Avancen macht, aber die ihn nachher nach München verführen und entführen möchte. Und das gelingt durch etwas Zweites. Die Tochter haut nämlich ab. Und als er sich auf die Suche nach der Tochter macht, kann er zu dieser Frau kommen. Und er kommt auch noch zu einer zweiten Frau nach Frankfurt. Am Schluss ist die Tochter wieder da. Und wir haben ein Stück häusliches Elend von Gottfried Zürn erlebt, der unter dem Alter, unter seiner Ehe und unter seiner Lebensunfähigkeit leidet. Und es ist eigentlich ein Buch über einen Oblomow vom Bodensee, über einen lebensuntüchtigen Menschen, ja, der für seine Lebensuntüchtigkeit aber allerdings über eine glänzende Sprache verfügt, ja, nämlich über also, die Walsersche Herr Sprache. Herr Karasek, abgesehen von dem Wort glänzende Sprache haben Sie ja eine objektive, wertfreie Darstellung gegeben. Sie hat mich darum gebeten. Ja, das ist gut. Die glänzende Sprache war das einzige Wort der Wertung. Aber Wertung, wie sehen Sie es, Herr Busche? Ja, wir haben bei Grass zurückgreifen wollen, wir haben es da nicht getan. Ich möchte jetzt mal bei Walser zurückgreifen. Es ist eigentlich bei Walser das, was uns seit über 20 Jahren an diesem Autor fesselt. Wenn man sich darauf einlässt, ihn zu lesen, wird einem sehr bald die Geschichte gleichgültig, ob das nur eine Geschichte einer Ehe ist oder eines Maklers ist, sondern man ist fasziniert durch die Beobachtungsqualität. Man lernt, möchte ich mal sagen, sehen durch die Sprache, mit der Walser beschreibt. Und zwar Gegenwart beschreibt, unsere Gegenwart in der Bundesrepublik. Und insofern ist natürlich auch dieses Buch, Die Jagd, eines, das man durch das man hindurchgeht, so wie man durch, ja, also wenn man als Unsichtbarer in irgendeinem Familienleben in der Tat dabei wäre und lernte Dinge sehen, einfach dadurch, dass sie einem auf diese Weise erzählt werden. Was mich arg gestört hat bei Walsers Roman, ist, ich glaube, er kann wirklich keine Geschichten erzählen. Die Geschichte ist wiederum gut ausgedacht. Ich denke an den Mittelteil, wie er in München verführt werden soll. Da hat er den wunderbaren Einfall, dass die Frau einerseits, jetzt ist er auf dem großen Bett mit der einen Frau, die ihn verführen will, und die hat aber eine Freundin dabei, die will mitmachen. Aber in dem Augenblick, wo es losgeht, kommt ein Bekenntnisdrang über diese Freundin und sie fängt an zu quatschen und quatscht die ganze Situation tot. Das ist ein wunderbarer Einfall, nur ich will den nicht über 30 Seiten lesen. Den Einfall. Ich will das Gequatsche über 30 Seiten dann nicht noch lesen müssen. Nur diese 30 Seiten sind natürlich ein Einsprengsel in diesem Buch, das deutlich zum Ausdruck bringt, die Geschichte einer 68erin. Und es ist eine wunderbare, eingelegte Geschichte einer 68erin, die diese Triole kaputt macht, die sie sich erträumt hat. Ja. Und ich finde das von einer herrlichen Ironie, dass ein Mann
mit der Erwartung auf ein Zimmer kommt, mit zwei Frauen zu schlafen. Und was erlebt er? Eine quatscht ihn aus der Tür hinaus. Das ist ein schöner Einfall, nur es ist aber die Erzählung von der Frau ist doch auch wieder schön. Nur hat Walser eine schöne Eigenschaft. Er hat immer ein männlich schlechtes Gewissen, wahrscheinlich gegenüber den Frauen. Also seine Helden haben es. Ja. Vielleicht hat er es nicht nötig, aber seine Helden haben es offenkundig nötig. Und er schildert eine Frau, die von Anfang an so lange missbraucht worden ist von sogenannten fortschrittlichen, aufgeklärten, politischen Menschen, bis sie eigentlich in die Klapsmühle gehört. Und das richtig Schöne daran ist, um das jetzt fortzusetzen, was mir wirklich gut gefallen hat, ist, dass er dann entsetzt weggeht, flieht aus der Situation, weil er nicht weiter, das zieht sich unauffällig an, haut ab, denkt Gott sei Dank, dass ich hier weg bin, aber kaum sitzt er im Zug, schaltet sein Denken wieder völlig um und er sagt, mein Gott, jetzt hatte ich die Chance und jetzt habe ich sie nicht genutzt und fällt wieder ganz in die Rolle des kleinen Spießbürgers, der sich sowas mal erträumt, zurück. Das ist wieder so wunderbar beobachtet. Trotzdem, das sind alles, möchte ich mal sagen, wenn ich das alles in Inhaltsangaben lese, ironisch distanziert formuliert, kann ich mich drüber kaputt lachen. Wenn ich es lesen muss, wie er es erzählt, nicht achtend in der Tat auf die Details, auch der 68er-Geschichte, sondern auf den Fortgang der Erzählung, den Fortgang der Geschichte, dann fühle ich mich dupiert, gelangweilt über die... Ich glaube, das ist doch überhaupt das Problem. Der Walser und seine spießigen Helden und Walsers Perspektive auf sie. Ich glaube, dass da in Wirklichkeit das Unbehagen beginnt. Seine Perspektive ist nämlich gebrochen. Einerseits sympathisiert er mit diesen Leuten. Mhm. Andererseits versucht er, sie durch Ironie zu distanzieren. Ich denke aber, dass man Spießer auf diese Art heute nicht mehr entlarven kann. Die Spießer sind bereits entlarvt. Und die Gefahr besteht tatsächlich bei seinem Text, dass er das Miefige auch miefig erzählt. Das ist sicher richtig. Ja. Nur Frau Löffler, ich würde mal so sagen, was dem Walser wohltuend von anderen Autoren unterscheidet, dass er Spießer nicht exekutiert, sondern dass er ihn wirklich noch Sympathie... Ich mag eigentlich nichts über Leute lesen, denen der Autor nicht wenigstens einen Funken Sympathie entgegenbringt. Weil dann sind sie sofort hingerichtet und abgerichtet und in die Ecke gestellt. Und man sagt, ich weiß, wie spießig Spießer sind. Aber dieser Spießer hat manchmal Reste, in denen der Leser sich selber mit seinen Sympathien auch verstecken könnte. Ja, aber er kann sich natürlich auch ganz wohlig darin niederlassen. Er kann sagen, also so spießig wie diese Zürns bei Walser bin ich noch lange nicht. Ich würde eigentlich eher meinen, glauben Sie nicht, dass es vielleicht sogar umgekehrt interessanter wäre, dass der Hass produktiver ist als diese Art von gebrochenem Mitleid. Der Hass des Autors. Augenblick mal. Wenn einer aus einer Perspektive des Hasses auf diese Art von Leuten schreibt, ist das produktiver, aufklärerischer und vielleicht sogar unterhaltsamer zu lesen. Ich sage nur Elfriede Jelinek. Sehr unterschiedlich. Richtig, das Beispiel Elfriede Jelinek ist bestimmt hier treffend. Nur, sehen Sie, Heinrich Mann hat im Untertan die Hauptfiguren alle rein negativ dargestellt und zu negativen Marionetten gemacht. Damit ein Riesenerfolg, als das Buch erschien, erzielt. Und ich glaube, diese einseitige Betrachtung der Hauptfiguren, dass der Held so ganz ohne Mitleid gesehen wird, hat schadet dem Buch aus